Sinneswiss, euer Film- und Serien-Podcast auf Schweizerdeutsch mit einer neuen Folge für Rückblick. Und immer dabei sind der Hill. Hallo. Der Spike. Hallo. Ach, haben wir heute haben wir zwei Spike. Und der Alex. Hallo. Sind wir einfach sehr gut drauf, alle? Nein, ich sehe einfach alle doppelt. Oder doppelt hören tue ich auch noch. Nein, also ich weiß, wie es euch geht, ich bin sehr gut drauf. Aber ich glaube, es ist wie das Wetter, das sehr so. Ja, so also ein bisschen Vitamin irgendwas oder Sonne. Schon nicht nur schnell, obwohl mich heute ist fast schon wieder zu warm gewesen für mich. Ja. Ja, nur am Morgen. Wir für ein Geschäft habe ich mir so Päckchen auf der Post holen. Oh, Päckchen? Ja, ich liebe eigentlich Päckchen, aber sie sind nicht für mich gewesen. Oh nein. Und ey, sie sind nicht riesig schwer, aber ja, gross. Hey, und nur von einer Seite vom Bahnhof auf der anderen Seite habe ich voll ins Schwitzen gekommen bei diesen Temperaturen. Ich mich richtig geruselt. Nein. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das liegt an deiner absoluten Unsportlichkeit. Und wir sagen, au contraire. Nein, das ist deine Hitzeunverträglichkeit. Voilà, das ist wirklich ein Problem. Ja. Ich hasse Hitze. Gell? Aber gleich, schönes Wetter. Und ich weiss nicht, wird sich das auch widerspiegeln in unserem Konsumverhalten, was Filme angeht. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, oder? Ich glaube, heute sind es nicht so viel wie auch schon. Also sicher im Konsumverhalten von Bier. Oh! Fangen wir gerade so an. Absolut. Bei einem schönen Wetter ist doch auf der Kühls Referenz oder generelle Bier von der Brauerei Fischerstube ein Uli-Bier immer wieder etwas, was nicht verkehrt ist. Oh, das ist korrekt. Sicher, sicher. Und wenn es regnet auch und schneit. Das ist wahr. Ja. Geht immer. Ja. Muss gar keine Gründe mehr suchen. Gut gebrüllt, Löwe. Ja. Du, ja, also, Kino ist das mal nicht so dran gekommen. Aber dort nein, das war doch ein Kinofilm geglückt, ne? Einen habe ich gesehen, ja. Was für einen? Ja, ich sehe, das Spike dort schon. Seit Monaten habe ich mich darauf gefreut. Ja. Endlich einmal Fast X, der 10. Teil von der Fast and the Furious-Reihe. Ich als riesen Kenner von der Reihe. Natürlich. Mhm. Und ja, ich habe gefunden, das ist eigentlich noch ein cooles Experiment, weil ich habe ja nur den ersten gesehen tatsächlich und Teil 2 bis 9 nicht. Und es hat mich wundert, komme ich dieser absolut tiefgründigen und komplexen Familiengeschichte, dem Drama, will ich fast sagen, komme ich da noch nach, wenn ich die Teile dazwischen verpasst habe. Und was soll ich sagen? Ich glaube, die Teile dazwischen, die haben gar keine Rolle gespielt. Außer mal die Anlehnung auf, dass der Paul Walker verstorben ist, hat es eigentlich, habe ich das Gefühl, hat sich gar nicht geändert. Ah doch, stimmt nicht. Stimmt ganz. Entschuldigung. Autos zum Teil, ich glaube, der Diesel hat immer noch die gleiche Karre. Nein, das ist immer wieder ein neuer. Ah, wirklich? Ja, ja. Ich habe das Gefühl, es ist wieder der gleiche wie im ersten Teil. Also es ist das gleiche Modell, aber er verschrottet ihn ja ständig. Ach so, ja, das wäre das mal gewesen. Und also was du halt nicht schnallst, ist, wow. Wenn früher noch was für eine Rolle gespielt hat, aber das spielt ja jetzt auch keine Rolle mehr, weil jetzt sind sie alle im gleichen Team. Ja. Also auch alle Bösewichter von früher noch. Mhm. Also ich habe schon ein paar Fragen, aber vielleicht könnt ihr mir die beantworten zu Fast X. Erstens mal, der Momoa ist ja der grosse Bösewicht, der Gegenspieler. Ja. Wieso imitiert der Jason Momoa den Ledger, also der Heath Ledger, gerade habe ihn selig, als Joker? Er hat ein 1:1 das gewisse Manorismen übernehmen und jetzt einfach noch ein bisschen mehr verdummbatzen. Das ist der einzige Unterschied. Kann man das jemandem erklären? Nein. Gut. Müsste. Die zweite Frage ist, wo macht er das so schlecht? Kann man das jemandem erklären? Er ist gross. Ah. Ja, was sind es? Halt. Mit einer bestimmten Körpergröße und Breite macht das keinen Sinn mehr. Nächste Frage, kann ich irgendetwas verpassen zwischen Teil 2 und 9? Ja, eben. Also wenn du jetzt Teil 10 gut gefunden hast, dann ja. Wenn du Teil 10 nicht so gut gefunden hast, dann nein. Okay. Wieso hat der Film Dialog? Und wählen, also und vor allem, tut das nicht, ich meine, jetzt ist ja gerade die ganzen Autoren, ist ja gerade Autorenstreik in Hollywood, oder? Findet das schon länger statt und die haben schon bei diesem Film gestreikt und sie haben einfach ein paar, weißt du, wie bei den Simpsons, ein paar Affen, die Zigaretten rauchen, die Texte schreiben lassen? Ich glaube, der Diesel hat selber geschrieben. Nein, seine KI gefragt. Das wäre nicht das erste Mal.
Okay. Also kann jeder einfach ein Buch schreiben. Auf basierend vielleicht von den letzten 9. Ja, ja. Und okay. Er sagt, ich brauche euch nicht, ihr komischen Schreiberlinge. Hey, und dann wollte ich etwas anderes noch anfragen. Ich bin mir voll wirklich, und das ist jetzt wirklich nicht, dass jetzt irgendjemand kommt, oh, Alex, du Rassist oder so. Mhm. Es geht mir nur rein um, ich kenne mich vielleicht einfach zu wenig aus, so um Genetik und so. Mhm. Ist der Vin Diesel, ist sein Vater oder seine Mutter schwarz? Weil ich weiß es wirklich nicht. Ich habe immer das Gefühl gehabt, er ist eher so im Latino-Bereich angesiedelt. Aber ist er in dem Fall Vater oder Mutter schwarz? Weil das Ding ist eben, er hat ja zusammen mit Michelle Rodriguez, weil er seine Frau spielt, ich habe immer gemeint, das ist seine Schwester oder so. Nein. Seine Schwester im Film, und das habe ich irgendwie etwas zwischen zwei. Jordana Brewster, Mia, das ist seine Schwester. Okay. Nein, ich frage mich nur, weil er und. Ich meine, weißt du, wie er aussieht? Dann weißt du, wie Michelle Rodriguez aussieht, und dann siehst du den Sohn. Und er ist schon sehr. Also schon sehr eher schwarz, klassisch, sag ich mal, im Vergleich. Irwin Vincent ist sein Vater. Ja. Und auch... Ist Afroamerikaner gesehen oder ist, oder wie auch immer. Weil, weißt du, dann nehme ich alles zurück. Aber ich habe ehrlich gesagt nie als, weißt du, irgendwie halb schwarz oder irgendwie oder so Familie. Ich habe eher so im Latino-Bereich gehandhabt. Oder das ist vielleicht einfach mein Fehler. Gut, also ich meine, es gibt auch Italiener, die wirklich einen sehr, sehr dunklen Teint haben. Also gerade zum Beispiel Sizilianer, die wirklich in die Sonne gehen, die können retourieren. Aber der Sohn hat die wunderschönen, herzigen Grüsselhaar und so fast eine Afro-Frisur und so. Also ja. Boom. Gut, auf Tor kann man ja beim Diesel nicht gehen, das Problem kenne ich. Eine weitere Frage ist, der Sohn heisst, der wird die ganze Zeit einfach nur B genannt. Ja. Ist das Teil von der Vogue-Bewegung? Nein, das ist der Buchstabe, weil er heisst Brian. Nach dem Paul Walker. Seiner Figur. Und die heisst Brian? Die hat Brian geheißen, ja. Alles klar, gut. Ich meine, das hat irgendwie so... Gar nicht. Nein, und das ist auch die Abkürzung bei, wie der Buchstabe halt. Und jetzt kommt die allerwichtigste Frage. Trotz all dem Mumpitz, den ich hier gesehen habe, und der geht ja fast 2,5 Stunden, er geht über 2 Stunden, 136 Minuten oder so. Wieso habe ich gleich so viel fucking Spass gehabt, obwohl ich das alles scheiße so finde? Du bist betrunken gewesen. Ich bin leicht angeheitert gewesen, ja, das ist richtig. Aber ey, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe wirklich meinen Fun gehabt. Hey. Es ist ganz komisch, ich hätte es nicht gedacht. Also die Filme darfst du ja hinten und vorne nicht ernst nehmen. Also wirklich nicht. Also von der Stunts her ist es zum Teil auf Bond-Niveau, einfach dass man es dort als Ausrede hat, dass er ein Geheimagent ist. Und da sind es halt einfach Rennfahrer, die Geheimagenten sind und plötzlich alles können. Mm. Aber das ist ja das. Ich finde, Unterhaltungswert hat die Filmreihe schon. Sie hat nicht viel Grips und es macht meistens keinen Sinn. Und Physik ist einfach mal auf aus. Nicht vorhanden. Ja. Aber der Unterhaltungswert ist eben schon da. Okay. Weißt du, also das wegen vielen Trinken, das habe ich gar nicht vor. Ein bisschen. Aber es ist einfach, wir sind in einer tollen Gruppe gesehen. Wir sind irgendwie 8-9 Leute gesehen. Mhm. Und ich habe einfach mit Mick, liebe Grüße an dieser Stelle, habe ich abgemacht, so, hey, jedes Mal, wenn Vin Diesel Familie sagt, oder Family oder Familia oder so, dann nehmen wir einen. Mhm. Ja, das ist eben tricky. Dann haben wir plötzlich gemerkt, so, hey, das sagt das gar nicht. Das ist immer so denen so, ihr wisst, was ich meine. So in dem Stil. Mhm. Und dann alle anderen La Familia. Aber er nie. Und ich so, Gott, verdammt nochmal. Und dann haben wir irgendwann halt müssen switchen, das Programm, und haben einfach egal, wer Familie sagt. Und das ist ein bisschen der Tod gewesen, ich gebe es zu im Nachhinein. Hey, aber nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wie gesagt, für Fans von dieser Reihe könnte ich mir vorstellen, die haben einen Blausch. Und ich habe es tatsächlich auch gehabt. Er hat unheimlich viele Schwächen, er ist unheimlich dämlich, er ist wirklich... Es ist eigentlich so wie... Also ich das vergleiche mit der Art und Weise, wie ich TikTok konsumiere. Es ist einfach so ein Zeitvertrieb, der mich zum Lachen soll bringen immer wieder. Und mich unterhalten soll. Und ich plötzlich merke, oh shit, jetzt bin ich schon seit einer halben Stunde auf dieser blöden Plattform. Mhm. Und genauso ist der Film, oh shit, ist schon Halbzeit. Also ist wirklich, ich bin sehr gut unterhalten gewesen. Ohne Ansprüche, ohne Ding. Und von dem her, alle Punkte, die man kann nennen kann, die nicht gut sind am Film, die sind berechtigt. Aber hey, fuck, wenn du einfach willst, mit ein paar Leuten einfach einen lustigen Abend haben, ihr geht noch schön essen, ein, zwei gehen nehmen und dann einfach noch wollt, einfach dahin plätschern. Weißt du, einfach mal die Welt um euch herum vergessen im Stile von, oh, ich brauche jetzt nicht herzergreifend oder irgendetwas extrem tragisches. Ja. Sondern ich will einfach ein bisschen lachen und ab und zu auch noch. Also mir hat ab und zu tatsächlich Musikeinspielungen noch gut gefallen. Okay. Aber das ist halt auch, ja, irgendwie habe ich recht noch fetzig gefunden. Muss mal ganz modern ausdrücken. Hey, Fast 10 ist gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Wenn du die auf das Niveau runterbegehst, das muss man schon mal fairerweise sagen. Ja.
Aber dann, hey, easy cheesy. Ja. Heißt das nicht, dass ich jetzt. Ich, also vielleicht, das nimmt das wahrscheinlich zu einem Zürmunder. Ja, Alex, du hast jetzt einfach Teil 2 bis 9 nachholen. Auf keinen Fall. Außer vielleicht, nein, also das will ich sogar nicht mal sagen. Wenn ich eben wieder in einer Gruppe wäre, oder? Man trinkt einen zusammen oder so, man hat es lustig und man schaut das daheim so, aber allein so eine Filmanstellung würde ich glaube nie machen. Obwohl auf Sky, glaube ich, alle Teile drauf sind aktuell. Ja. Möglich. Ja. Die sind alle da drauf. Ja. Also das noch so als Tipp am Rand. Boah. Genau. Voilà, das ist Fast 10. Fast and Furious 10. Ja. Ja. Unglaublich. Der. Oh, bleiben wir noch mal schnell beim Alex. Du hast The Ho gesehen. Der was? Was? The Ho? Ja, also wenn du Koreanisch schreibst, du musst ja wissen, wie es ausspricht, oder? Oh, du siehst! Ich bin einfach so ein kleiner Furzkopf. Ja, ich habe einfach bei einem Film habe ich einfach den koreanischen Titel angeschrieben in koreanischer Schriftzeichen. Und dann sieht man, wie wunder, was passiert. Ja, es ist der Taigo tatsächlich, heisst der Film. Sonst auf Englisch. Mhm. Und das ist einer von den Filmen, die wir geschenkt bekommen haben von unserem Zuhörer, von Lukas. Ja. Liebe Grüße an der Stelle einmal mehr. Und wir haben uns eben ein bisschen vorgenommen, wir schauen jetzt die in regelmäßigen Abständen, dass wir die auch immer gerade können. Ich meine, wenn wir schon Geschenke bekommen von unseren Zuhörern und Zuhörern. Und vielleicht ist das sogar der ein oder andere noch anstift zu sagen, ha, das machen sie jetzt. Ja, dann schicke ich doch denen Gustis auch mal einen Film. Und ich finde, da müssen sie ja mal erwähnen, oder? Ja. Du musst auch darüber reden. Das dürft ihr gerne machen, könnt uns anschreiben in den sozialen Medien, uns auch folgen etc. Oder auch auf unsere E-Mail-Adresse info@sine-swiss.ch oder eben soziale Medien und schreiben. Wegen der Adresse, die gebe ich natürlich jetzt nicht hier einfach so raus, weil das wäre schon ein bisschen hardcore. Yo, was ist der Taigo? Es ist ein Film, spielt vor längerer Zeit, sag ich mal. Und es ist eben so ein bisschen, es geht eigentlich um einen Berg, mehr oder weniger. Und um ein Deko. Und der Deko ist nicht einfach nur irgendein Deko, das ist quasi so ein legendärer Deko. Das ist eigentlich fast schon eine Sagenfigur und er ist einfach grösser und stärker und böse und das ist so der Bewacher von diesem Berg. Und Super Saiyajin-mäßig. Ja, und irgendwie ein paar Japaner, wenn der letzte Deko, der quasi den Berg bewacht, zur Strecke bringen. Aber, sagen wir es mal so, der Deko kann sich gut wehren. Aber es gibt noch einen legendären Jäger, der sich dann der einschaltet und auch auf die Jagd macht. Und dann gibt es eigentlich so einen Kampf Mann gegen Deko, so im weitesten Sinn. Genau. Der Regisseur, wie heißt der? Park Hoon-jung, der hat durchaus schon ein paar Filme gemacht, die wo die einen oder anderen kennen, vor allem Fans vom koreanischen Kino. Ich muss sagen, der Film also ist absolut ist souverän, sage ich mal. Mhm. Er hat schön dreite Landschaftsaufnahmen. Was ein bisschen grosse Schwankungen hat, sind CGI-Effekte. Also, weil klar, kann man sich vorstellen, der Diego ist komplett CGI. Und zum Teil sieht das wunderbar aus. Also auch wenn er so irgendwie Leute auseinanderfrisst und umwirft und so, oder? Zum Teil ist es ein bisschen sehr schlecht und ist ein bisschen unangenehm, oder? Zum Schauen. Und er ist sehr. Er hat zwar immer wieder rechte Action-Szene, aber er ist so ein einlullender Film. Mhm. Also, ich habe da. Ich weiß gar nicht, ist das am Nachmittag gesehen oder am Oben? Nein, ich habe am Oben geschaut, eigentlich, wo ich eigentlich fix war. Und ich habe ständig immer wieder gemerkt, so, oh, das Äugle, es klappt zu, es klappt zu. Achtung, Alex, stopp! Schnell der Film gestoppt, schnell irgendwie an die frische Luft, schnell eine Pipi-Pause oder etwas trinken geholt, weiss ich, in das Ding, dann wieder angeguckt und dann, das Auge, es klappt schon wieder zu. Nein! Also, ja, recht gekämpft zum Teil. Aber alles in allem, ein Blick wert, würde ich sagen. Es ist wirklich, kann man machen, der Film. Mir hat jetzt wahnsinnig gut abgeholt, aber das ist so typisch, wahrscheinlich auch wieder mal einmal mehr, vielleicht im falschen Moment geschaut. Okay. Kennen wir ja alle, oder? Wie oft haben wir schon einen Film gesehen und denkt, und dann haben wir ihn ein paar Jahre später gesehen und plötzlich gedacht, ey, wieso habe ich den nicht dort schon riesig grossartig gefunden? Oder? Ja, und das kommt vor. Könnte so einer sein. Ja. Aber sehr, sehr cooler Start gesehen von dem Filmgeschenkli durchgehen von Lukas. Nochmal herzlichen Dank an dieser Stelle. Ja, das war sehr cool gewesen. Mhm. Ja, du, dann war es gerade ein Spy gewesen, Jack the Ketchum's Lost. Genau. Habe ich dir extra so aufgeschrieben, weil der Jack Ketchum ist der Buchautor. Und wenn das nicht so eingibst, dann findest du den Film nie. Ich meine, das ist der Dude von Pokémon. Das ist der Ash Ketchum. Oh. Vermutlich Bruder, Schwester,
entfernte Cousine oder sowas. Ist das nicht der, der noch Dings macht? Dann ist so Ashton Kutcher, ne? Wenn du natürlich eingehst im Internet, The Lost, ja, da kommt alles möglich, aber nicht der Film. Okay. Darum Jack Ketchum's The Lost, eingeht, dann findet ihr den. Hey, was soll ich sagen? Eine sehr günstige Produktion, wirkt doch das doch öfters mal ein bisschen trashig, aber wirklich nicht allzu sehr. Ein total übertreibter Hauptcharakter, der auch zu Bösewicht ist. So ein richtig schöner, herrlich, kranker Typ. Das unterhält eigentlich ziemlich gut. Es ist ja wirklich ein bisschen eine kranke Story. Also geht schlussendlich, man kann immer sagen, es geht um einen Serienkiller. Aber Mord passiert. Ja, und halt auch ein bisschen, alle wissen, der ist irgendwie krank, aber man kann nichts nachweisen. Polizisten sind auch noch involviert. Ganz, ganz viel. Meistens sehr leicht bekleidete Frauen. Also klassischer Trash-Horrorfilm. Weißt du, warum du diesen Film ausgesucht hast? Ich habe ihn nicht ausgesucht. Lukas hat mir den. Wir haben ja mehrere Filme bekommen. Und du hast gesagt, ich nehme den. Ja, weil du hast gesagt, du bist eigentlich draufgekommen, weißt du? Wir haben bei jedem Film eine Widmung dazu bekommen. Und die hast du weggenommen. Das stimmt. Und dort dann ist gestanden, wem der könnte gefallen. Dementsprechend. Ich bin ziemlich sicher, ja. Hey, Leute, wenn ihr jetzt etwas sagt, Lukas denkt über mich etwa wie ihr. Ja. Okay. Er hört zu uns zu. Ja, dann hat er mich durchschaut. Okay. Nein, ey, ist ein cooler Film, kann man absolut mal schauen. Vor allem hatte ich den schon lange mal schauen. Das Titelbild tausendmal gesehen, aber irgendwie nie im Finger bekommen. Aber vom Genre her, ist es ein Genre-Mix? Ist jetzt eher ein Krimi oder eher ein Thriller oder eher Horror? Wahrscheinlich ja, nicht. Ja. Thriller mit Coming-of-Age-Art. Teil und dann zum Teil auch einfach nur noch Splatter. Ah, wirklich? Ja, ja, aber da so günstig produziert, mit wenig praktischen Effekten. Aber, habe ich schon ein paar Mal gesagt, besser so, also lieber mal die Kamera wegschwenken lassen oder dann einen Tod nicht allzu lang zeigen, auch mal, wenn jemand zum Beispiel aufgeschlitzt wird oder so. Einfach nimm die Kamera weg oder zeig auf den, der es gerade macht, und mach irgendwelche Geräusche dazu. Mhm. Lieber so, als wenn du einen schlechten Effekt nimmst. Mhm. Amen. Jo. Auf dem alles gut. Und was auch noch richtig witzig ist, wenn man bei diesem Film ein bisschen rumgoogelt, wer da alles mitgemacht hat, seien das Schauspieler, seien das Regisseure und so. Hey, da findest du so viele Filme wirklich aus dem Trash-Genre, wo du nie drauf gekommen wärst, die mal irgendwie zu schauen oder so. Aber irgendwie, ich habe jetzt da etwa 3 oder 4 Filme gefunden, die jenste hier aus dem Film mitgespielt oder mitgeschafft haben, die mich jetzt einfach mega interessieren. Von dem her, sau cool. Ja, geil. Jack Ketchum's Lost. Jo. Ich habe Some Like It Rare. Rare. Rare, ja, ja. Oder auf Deutsch ist es Veganer schmecken besser, erst killen, dann grillen. Die deutschen Titel sind lang. Also das muss man schon mal sagen. Ja, da gewisse in der Vermarktung können sie schon besser anhauen. Wenn so Reichsbürger kommen, oh genau, egal. Ja, aber nein, Some Like It Rare, okay, aber Veganer schmecken besser. Also das ist aber ein ganz dummer Titel. Ne? Ja, ich habe nicht gesagt, er ist nicht dumm. Ich habe nur gesagt, er hat einen gewissen Wortwitz. Erst killen, dann killen. Ah, und das ist auch noch. Ja. Also, so ein langer Titel. Yes, ist Maria und Josef. Ja. Wie ist das Kürzel davon? Weißt du, wie bei DSDS oder so? Was wäre das Kürzel? Hätt's nicht. Das kannst du jetzt selber erstellen. Das ist der Titel vor dir. Fese Gigi. Was weiß ich? Fese Gigi. Das ist eigentlich mal geil. Hey, was machen wir jetzt oben? Ja, schauen wir auf Face Gigi. Hast du Lust auf Face Gigi? Ich finde super. Auf Face Gigi Gigi. Ja. Cool. Nein, ja, französische Produktion. Geht um ein Ehepaar, um Vincent und Sophie, die sind Metzger. Und das Geschäft läuft halt rar. Was? Oh. Zirpen der Grille. Ist ein Einwand von unserem Besuch, den wir letztens hatten, der demnächst in einem Podcast wird zu hören sein, dass wir neue Buttons brauchen. Und das ist einer der Wünsche gewesen. Ich muss sagen, der macht durchaus Sinn bei uns. Ja, ja. Den kann man ja anzubringen.
gab es eine Steilvorlage. Jedenfalls, ja, das ist ein Metzger und sie werden halt von Vegano, sagen wir, terrorisiert. Und dann dummerweise passiert es dann halt, dass durch einen Unfall einer von denen umkommt. Und der versucht auch jetzt zu vertuschen, diesen Mord. Mhm. Und möchten das ein bisschen verschwinden lassen in der Metzgerei. Und bis blöd halt rauskommt, landet er in der Theke und die Leute essen lassen, haben es dann gern. Und dann müssen sie halt am Ball bleiben und ja, neue Veganer suchen. Okay. Also so die Grundgeschichte. Mehrheitlich geht es aber vor allem auch darum, dass er mit ihr halt, sage ich mal, nicht mehr so die perfekte Ehe führt. Also es ist eher ein Familiendrama, kann man so sagen. Okay. Und das ganze andere ist so ein bisschen, sage ich, so, wie soll ich sagen, so halt, ja, das Nebengemüse. und das ist das, was der Film, was ich gefunden habe, macht ziemlich einfach zum Schauen und das wirklich unterhaltsam. Es geht nicht einfach wirklich darum, jetzt, um ein Metzgerpärli, das hier rumschlachtet. Sondern es ist wirklich eigentlich ein französisches Drama mit halt ein bisschen ins Blütige rein. Und die Mischung ist recht gut, habe ich gefunden. Unterhaltet sehr gut. Hat viel Witz drin. Es ist auch eine Komödie noch dazu. Und der Regisseur ist auch gleichzeitig der Schauspieler, der Fabrice Eboyer. Und du nimmst ihn auch so ein bisschen ab. Er ist halt so ein bisschen der langweilige Ehemann. Und sie ist echt die, die so ein bisschen merkt, so nach, weiss ich, 30 Jahren Ehe, so, ey, ich will mal endlich wieder so richtig so bombard. Genau. Und ja. Ja, und da sagen sie, ich habe mich um meinen Film gestritten. Und also, Spike denkt so, hm, melde dich doch. Nein. Oh. Und ja, also im Endeffekt... Mag nicht. Im Endeffekt, ich finde die Story ist witzig. Es ist eine französische Produktion, haben wie man sagt, gewisse Charme, das kommt auch hier gut über. Ist jetzt übertrieben blütig, also so ein... das, was er zeigt, ist gut. Es geht echt effektiv nicht so wirklich darum, dass es jetzt irgendwie so eine Blätter sein soll oder so. Aber es wird halt viel gezeigt. Aber so wie es gezeigt wird, ist es gerade gut. Und ich bin unterhalten worden. Ich habe es gar 4 Sterne an diesem Film. Also wirklich, cool. Ich habe eben nur viel Gutes über den gehört. Der ist so Randnotiz. Der war fast das Booker 2022. Haben wir da eigentlich wollen. Aber da ist es dann weggeschnappt worden von einem anderen Festival, wo der exklusiv hat wollen in der Schweiz. Ja. Und da mag ich ihn eben nicht. Darum habe ich immer mich geweigert, da zu schauen. So, nein. Weil wir haben wirklich gedacht, der war eigentlich perfekt für uns. Und da bin ich immer noch der Meinung, dass der besser zu uns passt hat als zum anderen. Aber ja, boah. Du weißt, man hat ja no hard feelings, wie man so schön sagt. Oder? Aber ja. Ich bin wirklich gespannt, den jetzt auch mal nachzuholen. Irgendwann. Aber ich schaue dann, glaube ich, auf Deutsch, weil ich habe das Gefühl, wenn... Hast du auf Deutsch geschaut, oder? Ja, also ich habe... rein da, also es ist auch auf Deutsch angeschrieben alles. Und ich habe dann zuerst versucht, soll es umschalten. Habe dann meine Playstation drin gehabt. Das einzige, was noch meine CD abspielen kann. Und ich bin schon völlig überfordert, das Ding überhaupt zum Laufen bringen. Und habe dann gefunden, ja, ich lasse es jetzt auf Deutsch, weil... Ja, es ist jetzt nicht wirklich. Du hast gedacht, ja, hey, also wenn sie sich so mühe haben mit diesem Titel, dann werden sie wohl auch in der Synchro einen super Job gemacht haben. Nein, ich würde es nur wegen dem auf Deutsch schauen. Sonst würde ich schon Französisch bevorzugen. Also nicht mal reden noch Französisch. Aber ja. So, das ist sicher auch gut. Ich an den kann ich zuerst gerade den Trailer gelaufen. Ich denke, wie gut jetzt der Trailer vom Film, den ich schauen will zuerst. Ach, ernsthaft? Ja, ist aber sehr seltsam. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist einfach, wie so abgelaufen ist, aber ich bin dann, bevor ich ins Menü gekommen ist, zuerst über den Trailer. Und wie gesagt, ich habe das Ding nicht mehr im Griff gehabt, hatte auf den X rundum gedrückt und so. Und da gemerkt, ich glaube, es ist einfach auf den Startknopf, wo du, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Du dann ja gedrückt haben. Ey. Gut, aber jetzt wahrscheinlich hätte die Fähre. Das Problem ist, dass zweimal nochmal von oben vorne angefangen ist. Nein, jetzt lass es einfach. Verstanden. Du hast auf die Grundeinstellung von deiner Playstation noch auf Arschloch gehabt. Wahrscheinlich jetzt heißt es ein Update machen von oh nein, wenn es jetzt 5 Stunden Update geht, dann oh, yeah. Nicht zum Lügen. Ja, das geht bei den alten Namen huere lang. Jo. Gut. Bitte, ja. Oder? Some like it rare.
Oh, was haben wir noch? Was haben wir noch? Weil ohne Geil noch. Ape! Oi. Ja, stimmt, nur Ape. Ja, der ist aber ein super Film rausgesucht. Ja, du also hast so oben auf. Ja, ich weiß nicht genau, was man da überlegt hat. Also doch, eigentlich schon ein bisschen. Ich habe ja gern bekennende Trash-Fan. Und der Film aus dem 76 ist eigentlich nichts anderes als eine billige Kopie von der ganzen King Kong-Geschichte. Mhm. Also einfach Ape da. Das ist es eigentlich, oder? Also es ist halt ein Riesenaff, wo Korea an der Küste von Korea ausbricht. Und ja, gleichzeitig sind noch amerikanische, also ist ein amerikanisches Filmset gerade dort in der Gegend und die wollen irgendwie einen Film drehen. Und ja, da, der Aff, der tut dann den Filmstar, der weibliche, kidnappen quasi und tut durch, sich durch Seoul kämpfen oder Seoul kämpfen. Hey, der Film, eigentlich weißt du, wenn du denkst so, wow, eine Trash-Kopie von King Kong, da freue ich mich eigentlich drauf. Da habe ich schon lange Lust drauf gehabt. Da habe ich gefunden und hey, er ist hure langweilig leider. Es gibt halt die Trash-Filme, wo du einfach die ganze Zeit am Lachen bist. Aber der ist leider nur langweilig gewesen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine deutsche Fassung gibt davon. Vielleicht hat die deutsche Synchro, weil gerade eben 76, oder? Also so in dieser Zeit rum, ja, Ende 70er bis Mitte 80er Jahre, Anfang, ja, fast Anfang 90er. Da sind ja damals die deutschen Synchro-Studios, gerade bei so Trash-Filmen, haben sie einfach gesagt, so, ja gut, okay, da müssen wir uns jetzt also sehr Mühe geben, die müssen mal ein bisschen Drogen und Alkohol auf den Tisch hauen, pfeifen uns noch rein und dann fangen wir an. Und dann ist meistens der Trash-Film noch besser als vorher. Mhm. Siehe irgendwelche Fulci-Filme, siehe diverse National Lampoons-Geschichten und so weiter und so fort. Durchaus. Ja, ja. Aber nicht National Lampoon-Geschichten. Mal. Nein. Mal, die deutschen Fassungen sind lustiger als die englischen. Ist auch nicht schlechter, lustiger. Und da ist einfach wirklich lame. Es passiert wenig. Also gut, okay, einmal, wenn er ausbricht vom Schiff oder so, da kämpft er mit einem Haifisch und da bin ich im Fall nicht sicher, ob der Typ im Affenkostüm nicht wirklich ein echter Hai hat, der noch kämpft. Weil, also ich bin ziemlich sicher, es ist ein echter Hai. Ich hoffe einfach. Ja, ich. Ja, also für Tierschützer wie mich ist das nicht ganz einfach gewesen, zum Schauen, aber ich habe gefunden, gut, hey, 76, jetzt müssen wir auch mal. Ne? Butter bei die Haifische, wie man so schön sagt. Es gibt aber einen Moment, da ist wirklich, da ist eigentlich das Schauen fast wert gewesen. Wer mir in den sozialen Medien folgt, hat vielleicht Duschen gesehen, weil ich da musste filmen, weil ich habe diesen Moment eben 14 Mal geschaut. Da kann man sicher auch einzeln finden auf YouTube oder so. Der Aff kämpft gegen irgendwelche Militärleute in ihrem Helikopter, nimmt einen und schlägt den Helikopter weg. Ist doch alles so Märklin-Bahn-mäßig Style, oder? Also wie man es halt Godzilla oder so kennt. Und dann zeigt er den Stinkefinger. Das ist einfach, wenn ich schieße auf ihn und er zeigt denen den Stinkefinger. Also der, ja, der urtümliche Killer-Aff, Riesen-Aff, der noch nie Kontakt gehabt mit irgendwie mit dieser Welt, der zeigt irgendwie allen den Stinkefinger. Das ist sehr keine Lust. Aber Geister können die Affen eben sehr schnell lernen. Ja, aber wo hat er denn die gesehen? Ja, sind ja alles Arschlöcher rundherum. Ja, aber Stinkefinger, das ist, glaube ich, bei den Koreanern nicht so weit verbreitet. Also, ja, am amerikanischen Filmset vielleicht. Ja, aber das, ich glaube nicht, dass das da passiert ist. Item, also für Tierschützer ist der Film nicht, weil eben, wie gesagt, der Hai ist, glaube ich, echt. Er kämpft dann später mit einer Schlange, die hat echt keine Benacht ausgesehen. Ist einfach auch hier wieder lustig, weil er ist ja ein riesengroß. Also weißt du, sind die ganze Zeit so die Fehler, weil er ist ja riesengroß, aber wenn dann in eigentlich, oder? Weißt du, die Fußabdrücke, die du siehst, oder wenn die Menschen dran laufen. Aber dann gibt es einfach, also, die Landschaften, die rumlaufen, du denkst einfach so, ja, wo das Äste, wo jetzt, das Gebüsch, das du jetzt siehst, das müsste dann so hoch sein, wie ein zweistöckiges Haus. Das ist nicht so ein Büschchen, gibt es nicht auf dieser Welt. Weil das ist einfach alles so ein bisschen, es ist wirklich schlecht. Aber ich finde es lustig, auf eine Art, aber er ist leider nicht so gut, wie man meinen. Und hey, wirklich für Hardcore-Trash-Fans, okay. Wenn ihr einfach wollt, so quasi eure Trash-Liste mal fertigstellen wollt, könnt ihr euch reinziehen, alle anderen. Googelt einfach nach Stinkefinger-Affe oder so, dann ist es viel lustiger. Trash-Liste fertigstellen? Ja. Kann man so eine fertigstellen? Nein, aber meine ist eben auch immer noch recht gross. Ah, und ich bin wirklich, ich bin dran, he? Ich kämpfe. Ja, ja. Gib mir Müdigkeit, ja. Da
Das bin ich nie gesehen. Oh. Weiss nicht, ob ich da, ach, wo wieder habe ich, glaube nach der Tiger geschaut. Vor oder nach? Ist ja wurscht. Ja. Genau. Ape. Hey, oh, gibt es denn einen, der gefallen hat? Open Water 3. Ja, das ist gerade ein ganz schlechtes Thema. Ja, irgendwie, amigs habe ich auch einen schlechten Lauf. Scheinbar weitergehen. Open Water kennen wir ja, das Franchise. Den ersten Teil habe ich durchaus noch originell gefunden. Der zweite ist ein bisschen, und der dritte habe ich aber noch nicht gesehen. Und ehrlich gesagt, der hat der Film einfach nur Cage Dive sollen heissen. Die haben einfach später dann entschieden, komm, wir machen einen Open Water 3 drüber. Damit sie ein bisschen von diesem Erfolg oder von diesem Franchise so im weitesten Sinn kann profitieren kann. Ist im Found-Footage-Stil gemacht. Und ja, ich meine, Found-Footage ist ja schon, viele Leute haben ja ein Problem damit, weil halt die Kamera so ein bisschen am Umgewackeln ist, oder? Ja. Weil halt, ja, Handkamera. Jetzt stellt euch das vor, noch auf hoher See, wo es eh schon die ganze Zeit gewackelt. Alter, du, es wird da halber Trümmelig, wenn du den Film schaust. Das ist doch absolute Wahnsinn. Was auch ein bisschen enttäuschend war für mich, ich meine, wenn ich lese Open Water 3 Cage Dive, ist für mich klar gewesen, die werden, die Figuren, die werden im, aus welchen Gründen auch immer, in so einem Käfig werden die unter Wasser gelassen. Verloren oder der Käfig geht am Grund ab oder irgendwie so etwas. Da kommen halt Haifisch, oder? Ja. Mit dem können wir rechnen. Die gehen ab mit dem Ding, aber dann geht das Schiff irgendwie unter und dann gehen sie einfach raus aus dem Käfig und dann sind sie wieder, wie eigentlich im ersten Teil, am Umtreiben. Mhm. Einfach so im Wasser. Also völlig beschissen. Ich habe gedacht, oh geil, noch etwas Neues, was ich so noch nicht gesehen habe. Mhm. Aber nein. der Käfig spielt eigentlich gar keine wirkliche Rolle. Sorry, wenn ich jetzt irgendjemand aus dem Spoiler, aber ich finde, das ist wichtig bei so einem Film, dass man da spoilert, weil es wirklich Müll. Dann, es gibt so viele Momente, wo du denkst, what the fuck, die sind eigentlich völlig dumm. Also zum Beispiel irgendwie, es gibt einfach so, also aus dem Nichts rauskommen plötzlich andere Leute da am Vorbeidriften, weißt du, auf dem Wasser so, ah, was machst du da? So, ja, wie irgendwie vom Boot geht, ah, easy. Also, ganz komische Moment. Hey, du Arschloch, du bist rechts vor links. Das ist wirklich so. Es sind aber zwei Sachen, die ich wirklich gut gefunden habe. Das reicht aber, das sind genau die zwei Sterne, die ich in diesem Film gegeben habe von fünf. Erstens bin ich zweimal wirklich brutal verschrocken. Also, ich habe zweimal einen richtig bösen Jumpscare gehabt, der sich so angekündigt hat. Aber fuck, es hat mich gleich verwünscht. Das ist hure nervig. Ich so auf dem Sofa so, yes, Maria! Ja, Gott. Wirklich richtig eklig, richtig genervt. Ja. Es hat einmal, was gibt es auch immer bei Fan-Footage, irgendwann wird es Nacht, das machen wir dann gern, Nachtsicht, oder? Mhm. Ah, ja. Und Nachtsicht, so halb unter Wasser, halb über Wasser, mit Haien, die um die herumkreisen, das habe ich so, und ich habe ja wirklich viele Haifilme schon gesehen, zumindest erinnere ich mich nicht daran, noch nie so gesehen. Mhm. Und das hat schon auch nochmal eine gewisse Stimmung ausgelöst. Ich finde, das hat man irgendwie... Es war nicht nur angenehm gesehen. Ich glaube auch dort, in einem von diesen Momenten, ist auch einer von den beiden Hardcore-Jumpscares gesehen, der mich kaputt gemacht hat. Und hat mich wirklich, also wirklich gesagt, ey, fickt euch doch hier Arschlöcher. Aber ob es wegen dem sich lohnt, den Film zu schauen, nö. Schauspieler sind absolut unfähig. Und zum Teil Dialoge oder Momente, wo du wirklich denkst, das ist eben nicht. Also so Logikfehler, die so krass sind. Also tiefer als der Mariengraben, also. Marianengraben, sorry. Ja, nein, also für Hardcore-Haifisch-Horrorfilm-Fans, ja, okay. Auch hier einmal mehr so wie bei der Trash, dann willst du einfach mal von der Liste haben. Aber alle anderen bitte nicht. Ja, gut. Dann lassen wir es halt aus. Open Water 3, Cage Dive. Ja, yeah, was haben wir noch? Habe ich noch was geschaut? Oh ja, ich habe noch I'm Thinking of Ending Things. Sehr cool. Mhm. Da bin ich jetzt gespannt, was du erzählst. Bist du? Ja. Ja, weil da habe ich schon ewig auf der Liste. Ah, das bist du gewesen, ja, habe ich gesehen. Mhm. Durch oder aus Zufall eigentlich bin ich drauf gestoßen. Netflix, meinte ich, ja. Mhm. Und ich denke, du, bevor ich jetzt schaue, was es genau ist, ich habe nicht gewusst, ist es ein Horror, ist es nicht, weil auf Netflix ist es gar nicht groß gestanden, aber der Trailer, der da gelaufen ist, hat mich doch ein bisschen gepackt. Dann fand ich, schaue, wie du, was es genau ist und was für Bewertung da hätten. So. Mhm. Und ja,
ist ein Film mit sehr viel Dialog, muss ich mal sagen. Also es ist wirklich, es ist echt, nennst du das, so die eine Poesie nach der anderen einem entgegengeworfen. Und es geht eigentlich um Jake und Lucy. Und Jake, gespielt von Jesse Plemons, der hat bei El Camino, in der Serie auch, Breaking Bad, ist schon am Schluss gesehen. Genau. Ich glaube, die junge Blondie von der Nazi-Vereinigung. Ja, und da mit dem Kirsten Dunst-Western-Film, irgendwas, wo du uns mal ein Haus auf den Kopf gegeben hast, ist er ja auch noch mit dabei gewesen. Mhm. Genau, und sie sind in Berlin und da stellt sich ihre Eltern vor. Irgendwo, weiss nicht wo. Jedenfalls schneit es ganz fest, wo sie da hinfahren. Und in dem Auto redet sie halt permanent. Und das hat halt wirklich so, ich sage jetzt mal, ziemlich literarisch. Und sie zitieren auch oft aus Büchern raus, dann, so gewisse Momente, wo sie halt gerade so im Leben passen. Und es ist dann ziemlich schrubel. Sie denkt dann ab und zu die Sachen und auch antwortet und so Zeugs. Also es ist wirklich, zum Leben kommst du dann gar nicht mehr richtig draus. Okay. Aber das ist dann eigentlich so ziemlich lang am Anfang, da, was ich zum Reinkommen ist, ein recht harter Tobak für mich so ein bisschen. Und dann sind sie bei seinen Eltern etc. und dann geht es halt weiter. Und es ist so eine Mischung zwischen Thriller und mystischem, ich würde nicht sagen Horror, aber es ist so, es fehlt immer so irgend, dass jetzt irgendetwas kommt. Es ist immer so an der Grenze und du erwartest eigentlich immer etwas. Aber es ist irgendwie so recht speziell. Und wirklich, also für mich ist irgendwann in der Mitte recht lang geworden. Aber dann ist wieder recht Szene, wo Straub werden, wo die wieder packen und dann zieht es die wieder. Und es ist recht komisch zu erklären, und dann geht er 2 Stunden 15. Und am Schluss gibt es halt den Schluss und ich habe dann müssen nachlesen. Das ist originell. Das muss man nicht erlauben. Wo willst du so schauen packen, wenn ich dann Schluss habe? Ja. Es gibt eine Szene, wo du weißt eigentlich genau, jetzt, okay, was es jetzt soll sein und so, aber es wird dir nichts erklärt. Und ich will am Schluss, ich musste nachlesen. Ich bin wirklich noch googeln. Ich habe es echt nicht mehr geschnallt, weil der Schluss komplett eigentlich am Film dann auch wieder so nicht vorbeigeht. In sich selber macht es dann schon Sinn, aber du hockst halt dort und denkst, okay. Ich meine, man kann es schon ein bisschen erklären. Ich meine, der Film ist ja von Charlie Kaufman. Und Charlie Kaufman, also er hat Regie geführt und er ist ja bekannt für ein paar der wildesten 3 Bücher von Hollywood, oder? Also, wir haben ja auch schon darüber geredet, zum Beispiel Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ja. Haben wir auch eine Folge darüber gemacht. Being John Malkovich war so ein bisschen sein Durchbruch gewesen, würde ich fast sagen. Adaptation für die Fans von Nicolas Cage, Riesenempfehlung. Und eben mittlerweile wird er immer wieder mal Regie feiern. Und das ist halt, ja. Ich glaube aber, das ist nicht Originalfilm. Ich glaube, er hat 3 Bücher geschrieben. Ich glaube, irgendwie. Ich will mich nicht irren, aber ich meinte, er hat es adoptiert. Es ist eigentlich eine Romanverfilmung. Also er ist als Writer drauf? Ja, das ist vom 3 Buch, aber weißt du, wer hat das Buch geschrieben? Ian Reid ist noch drauf. Ja, aber Ian Reid, oder? Also der Ian Reid, ich glaube, es ist eben das Buch von Ian Reid. Aber ist ja wurscht, also ich will jetzt nicht mit drauf verharren. Aber ja, eben, und das ist natürlich schon ein Durchdut, ja. Also ja, nein, ich habe gerade nachgeschaut, Ian Reid ist der Autor vom Film, vom Buch. I'm Thinking of Ending Things. Und zusammen mit dem Kaufmann, der dann auch Regie geführt hat, haben sie das 3 Buch geschrieben. Ja. So ist es. Ja. Ja, ich bin gleich immer noch intrigued, weil ich finde auch, Toni Collette macht ja auch noch mit, die sind halt schon immer hure gegangen. Das ist eine richtig gute Schauspielerin. Das ist die B-Movie-Schauspielerin, oder? Ja, genau. Wo mal jemand gesagt hat, ich nenne keinen Namen. Nein, nie. Nein, Bola, also. Ich bin gespannt. Also wie viele Sterne hast du mir jetzt gegeben? 3 haben wir gegeben. 3 von 5, okay. Ja. Es ist nicht schlecht oder so. Es ist wirklich. Du musst offen sein für so etwas, für so einen Film. Weil er hat schon eine Länge. Und das ist wirklich ab und zu eine Autofahrt, die irgendwie über eine halbe Stunde geht. Und es ist wirklich Reden und Philosophie. Und man muss schon offen sein. Okay. Also es ist ja so Dinge, wenn man es erwartet, ich möchte singen, so ein bisschen Action oder ein bisschen so eine Gruselt.
Er hat so kleine Momente, aber es ist immer so schön, so ein bisschen. Was ist ein Film, der mir gefallen? Was meinst du? Kennst du mir langsam ein bisschen? Ich glaube, dir würde dann schon auf eine Art gefallen, das kann man schon vorstellen. Oh. Vielleicht schauen wir beim nächsten Mal. Also, ich weiss, wie es euch geht. Ich habe mir eine Liste erstellt mit Filmen, die ich schauen will, für zukünftige Folgen. Weißt du, wir bei denen immer ein vorausplanen. Und dem, weil, ja, manchmal brauchen wir auch eine gewisse Zeit zum Film schauen, damit wir ein Thema auch wirklich können besprechen können. Ich bin echt am Arsch. Weiss nicht, wie ich das soll in der Zeit reinbekommen. Also, aufhören. Also wirklich, ich glaube, der nächste Rückblick, Jungs, da wird vielleicht ein, zwei Filme im Kino sein und den Rest habe ich nichts zu erzählen, weil ich habe so viele Filme zu schauen, die dann eben für zukünftig, weil ist ja klar, oder? Die Filme, die wir schauen, bewusst als Vorbereitung auf ein Folge zu irgendeinem Thema, die wir nicht im Rückblick auch noch bringen. Ausser man sagt, okay, ich habe jetzt geschaut, aber hat nicht wirklich viel Aussagen für die Folge, dann lohne ich es bleiben. Entweder das, oder wenn dann halt die zukünftige Wochenendfolge irgendwie erst einen Monat später rauskommt. Dann kann man sie gleich auch drin. Nein, mache ich nie. Doch, dann kann man dann in der zukünftigen Folge auch noch auf die Rückblickfolge hinweisen, dann kann man die Rückblickfolge auch noch hören, wenn man es noch nicht gemacht hat. Ja, also dann habe ich noch fünf andere Filme zum besprechen. Nein, ich habe schon einen Film geschaut, zum Vorbereiten. Du? Hey, ja, ab und das ist aber vorbildlich für einen Filmpodcast. Und dann habe ich gefunden, so also gut, da ist jetzt einer, wo ich jetzt sage, okay, der hat mich jetzt nicht so fürs Thema umgehauen, aber er ist okay, aber ich könnte es nicht irgendwas am Dings bringen, sondern einfach zu uns so gebracht. Ja, 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 klar. Ja, okay, das habe ich auch schon gemacht. Ja. Ja, da bin ich dabei. Gut. Hey, I'm thinking of ending things. Mach's nicht. Was? Ja, aber dann hat es keinen Schluss. Ja, Schluss kommt irgendwann immer. Meistens am Schluss. Haben wir ja gerade erfahren. Ja, außer du bringst ihn am Anfang. Das ist crazy. Das gibt es auch genug. Ja, Tarantino und so. Oder du bist der Nolan, weil ja, kann man alles zueinander wird. Ja, kann man ja sagen, der Nolan hat das Prinzip auch nicht begriffen. Nein. Dann haben wir eine Slumber-Party im Sakko. Das gefällt dir wieder. Eine Party gelesen. Voilà. Ja, hey, Slumber Party Massacre ist ja, es ist ein Remake, das ich jetzt hier geschaut habe. Also, es ist auch wieder so ein Remake-Reboot. Ist ja, ein Horror-Klassiker, ist vielleicht ein Hochtraben, aber einer der bekannteren Slashers, aus der zweiten Garde aus den 80er Jahren. Kann man das so sagen? Ich glaube schon, ja. Wo ich tatsächlich nie gesehen habe. Ich auch nicht. Aber ich habe einfach irgendwie bin ich auf den gekommen, auf das Remake Reboot ist, glaube ich, eher so 2021. Und ich habe tatsächlich von einigen Stimmen immer wieder mal gehört, dass der eine sau gut ist. Besser als sein Ruf. Und ich bin großer Fan von Filmen, besser als sein Ruf. Und was will ich sagen? Stimmt nicht. Es ist weiter überhaupt nicht gut, so. Gut, also weißt du, besser als sein Ruf. Ist immer heikel, weil aus irgendeinem Grund hat er den Ruf. Ja. Nein, aber glaubt mir, Jungs, das ist wirklich gar nicht. Also, er hat ein paar originelle Einfälle, ja. Vor allem Story-Twist-mäßig muss ich sagen, okay, getraut er sich etwas, was die wenigsten Slasher sich würde wahrscheinlich getrauen. Mal ein bisschen andere Richtungen angehend. Ich will nicht zu viel verraten, aber ich meine, also ja, nein, ich will eigentlich gar nicht verraten. Okay, dann richtig, weil es gibt sicher genug Fans, die sagen, ich will nur schauen. Du Trottel. Ja, nicht. Und das ist gut und recht. Ja. Aber es ist einfach. Dann kommt der Twist, ja, ist gut und recht, aber der Rest des Treibers ist eben gleich wieder beschissen. Und qualitativ ist schon wirklich, wirklich unterdurchschnittlich. Dann sage ich das jetzt nicht, was ich jetzt gerade wollte sagen. Was ist, will ich sagen? Ich wollte ein bisschen noch hervorheben, wer Regie geführt hat. Aber das machen wir jetzt. Mach nur, wer hat Regie geführt? Ja, einfach, dass es eine Frau ist, und ich wollte anmerken. Das ist ja bei so 80er-Slasher-Filmen auch nicht gerade üblich. Das ist richtig, ja. Ich weiß gar nicht, was hat die noch so gemacht? Gut, die hat aber einen Bananasplit-Movie gemacht. Den habe ich jetzt eben auch gerade entdeckt. Das sieht wieder geil aus. Sieht eine Hure cool aus. Also ich mache den auch mal auf meine Watchlist. Ja. Zack. Ja, ich seh nur ein Stofftierli mit einer Axt. Also ja. Das ist alles, was ich brauche, zum happy werden. Hat doch nur Nick Cage noch mitgespielt. Nein, aber ich weiß nicht, was da die Leute so cool gefunden haben dran. Also ich irgendwie nicht wirklich viel. Also keine Ahnung. Und ja, ich werde gar nicht mehr darüber reden. Ja, dann lass es aus. Es gibt so viele gute Slasher. Hört uns
bisschen näher drin, weil wir haben immer wieder wirklich coole Empfehlungen, auch Filme, die wirklich jeden Trottel kennt. Und, aber auch die, die jeden Trottel kennt. Auch die, die jeden Trottel kennt, haben wir natürlich gerne, ja. Natürlich. Aber ja, also der ist es nicht. Ich sag's ganz ehrlich. Ja, der ist es nicht. Lenten. Geh! Ja, Hill, weiß nicht. Patrick Hill an Kasse, bitte. Patrick Hill an Kasse. Komm, jetzt erzähl mal weiter. Putz gerade Gang 2. Oh. Jetzt wieder ein Praline. Deine Spike. Apple Pie am Boden geworfen. Ja, mit Apple habe ich nicht einmal. Mit American Pie? Ah, ja, doch, mit dem schon. Aha. Ja. Jetzt haben wir die. Ja, Was ist denn das? Alle Jahre weiter. Und ja, wir haben noch keine Letterboxd-Bewertung für die Filme. Jetzt schaue ich halt mal wieder alle durch. Ich opfere mich fürs Team. Du hast dann 4,5 von 5 Sternen. Ja. Und zwar, weil er einfach in diesem Genre einer der besten ist. Bist du der Erste in diesem Genre? Nein! Was? Nicht? Du bist der Letzte in diesem Genre. Ich habe deinem Kino gesehen, früher. Und ja. Ist gut so. Nein, ich meine, für das Coming-of-Age-Genre, da hat er schon ziemlich viel ein bisschen anders gemacht. Einfach auch wieder die Leute wieder ins Kino geholt, wieder das Interesse an dem Genre geweckt. Außer Alex natürlich, ist klar. Hey, ich finde er gar nicht so schlecht, aber 4,5 Sterne für diesen Film. Jetzt reicht. Coming-of-Age gut und recht, aber das Einzige, was der anders macht als andere und eigentlich andere vielleicht aus den 90ern, aber aus den 80ern definitiv nicht. Das ist einfach unter der Gürtellinie Humor. Pipi-Kaka-Humor. Das ist der einzige Unterschied in den 90er Jahren. Bei den 80ern haben wir das ja auch schon gemacht. Ja, also. Also wirklich. Ich weiß nicht, also es ist die amerikanische Fassung von irgendwie Eis am Stiel oder so. ich sehe nicht, wo du das Problem siehst. Okay, fair enough. Ja. Ist doch alles so. Mit dem muss ich aufhören. Das wollte ich übrigens noch vorschlagen, bevor wir heute machen mit dem American Pie. Oh, jetzt. Ich habe gemerkt, letztens beim Losen von einer Folge, habe ich mich wirklich geniert, weil es gibt auch so gewisse Wörter, die ich huren oft benutze. Wie huren oft. Nein, wie zum Beispiel fair enough, das geht mir so auf den Sack, ab mir selber, ich kann es nicht mehr hören. Wir brauchen hier so ein Phrasenschwein. Dann machen wir eine Liste mit all so Wörtern, die wir nicht mehr benutzen wollen. Und jedes Mal, wenn einer von uns das sagt, dann sagt zack, und dann rein. Weil ich finde, wir sollen da ein bisschen. Wir haben doch wirklich einen grösseren Wortschatz als die 13 Sätze, die wir immer benutzen. Regt mich auf. Genial! Genial, fuck. American Pie, 99, komm. Ja. Sagt mal etwas. Ja, genau. ich meine, der vor allem. Da ist so eine Popkultur reingetatscht. Ja, voll. Voll. Ja, und halt auch ein paar Schauspieler, die nachher. Ich sage jetzt mal, noch für 5 Jahre bekannt gewesen sind. Ja. Oder so. Dann, ich sage mal, ja, sich unter das falsche Messer gelegt haben. Ja, ja, ja. Also nicht verstanden, dass man eine Schönheits-OP macht, damit man noch halt schön aussieht. Einfach so. Nein, beim zweiten Mal hat es dann geklappt. Ja, das ist halt. Ja. Oh. Sieht besser aus, kann man so sagen. Ja, das ist so. Ja, gut. Aber ich meine, also die Charaktere das sind schon einzigartig, wo sie. Muss ich schon so dazu geben, ist. Einzigartig, okay. Es gibt Sexbomben aus Osteuropa, es gibt einen Dumbatz, der nie Sex wird haben. Es gibt. Eine Sportskanone. Es gibt Intelligente. Es gibt eine, die ein bisschen abgeklärter ist und ein bisschen schleuer ist als alle anderen, aber mit anderen Problemen. Es gibt kämpft. Einen, der einfach keinen Charakter hat, aber der hat dafür die Sexbibel. Richtig, und dann gibt's der immer eine riesen Schnur hat, aber sich dann immer voll pisst, wenn es ernst wird. Ich meine das ja nicht so. Jeder, der den Charakter spielt, du hast keinen von denen, der sagt, hey, der ist jetzt schwächer. Jetzt sind jetzt Sportler. Das ist richtig, sind alle eben auf dem gleichen Niveau. Ja, nein, also gerade eben einzigartig würde ich jetzt nicht sagen. Der ganze Film ist ja in dem Sinn. Man kann ihn nicht einmal als einzigartig anschauen, weil er hat alle die Klischees von so einer Coming-of-Age-Story und einer Teenie-Komödie in einen Film reingepackt, wie ich eben finde, gut. Ja. Und das macht ihn einzigartig. Aber der Film ist total voller Klischees. Also, ja, also. Nein, aber das stimmt. Ja, nein, er hat eigentlich wieder
ich sage es mal, eine Art Film, wo jahrelang in diesem Stil nicht war, weil viele so Coming-of-Age-Filme in den 90ern sind eher ein bisschen dramatischer geworden. Weißt, weniger Witz, weniger... Ja, und man ist wirklich erwachsen werden. Also nicht nur genau. Ein neuer Meilenstein ja. Im Leben, so, eben so John Hughes und so, das war immer so richtig. Ein bisschen ein Märchen gewesen, so. Sie sind noch bessere Menschen. Die haben es halt einfach gevögelt. Nein, es ist natürlich ein anderes Film. Ja. Es ist eigentlich ein Film, den man schon 100 Mal gesehen hat, aber für ein neues Publikum. Und für das hat er es wirklich gut gemacht. Da bin ich voll bei euch. Niemals 4,5 Sterne verdient, aber okay. Ja, also sorry, wer sollte nicht 4,5 Sterne geben, wenn ich? Genau. Nein, es gibt schon noch ein paar, die das so hoch einschätzen. Das ist auch okay. Also finde ich auch. Sorry, es ist ja auch. Regt mich eh auf, immer, dass das blöde bewerten. Amigs frage ich mich, ob ich es überhaupt noch machen soll. Mir schießt es amigs an. Ich bin auch schwierig. Dann heisst es Leute so, dann gibst du dem so viele Sterne. So. Alter, mir hat er einfach gefallen aus den und den Punkten. Ich muss mich doch nicht immer erklären. Ja, hey, ich mache es auch noch als Pflichtbewusstsein. Und weil ich es geil finde, wenn ich dich nerven kann, wenn ich American Pie 4,5 Sterne gebe. Nein, du nervst mich überhaupt nicht. Das zerstört ein bisschen unseren Letterboxd-Account. Aber. Ich bin überrascht. Nein, der kann nichts mehr zerstören. Ja, ich bin überrascht, wie die bewertet. Wie meinst du? Ja, wir können jetzt auch 4,5. Es ist so. Ja. Also ich habe den Film jetzt etwa schon 20 Mal geschaut und ich werde ihn noch über 20 Mal in meinem Leben schauen. Ja, dann hat er eine Genre quasi wiederbelebt. Ich sage mal, bei einer Bewertung. Ich sage, bei einer Wertung zu geben, sind ich keinen Sinn, einen halben Stern zu geben. Das ist so mein Ding. Ja, gut, okay, haben eh alle irgendwie noch so eigene Philosophie. Das ist auch so, wie gewisse Leute finden, eine 2,5 Stern Bewertung kann man nicht geben, weil. Dann hat man den Film nicht gesehen, dann hat man keine Meinung zum Film. Nein, das stimmt nicht. Ich finde vor allem, wenn es bei uns zulässt und findet, oh, der hat am Film 2,5 Sterne, gut, was sagt das jetzt mir? Hey, für mich funktioniert das schon. Für mich ist das ein halber Stern mehr, ist auch so, hey, er ist tendenziell nach oben und nicht nach unten. Ja, klar. Also ist Mitte. Mitte ist schon wieder oben. Ja, aber es ist für mich gleich, schau, es ist eigentlich nicht so wahnsinnig prickelnd, oder? Sagen wir mal. Ein Film habe ich wirklich gut gefunden, ich bin gut normal, aber er hat einige Kritikpunkte, die ich nicht so ideal finde. Mhm. Aber gibt zum Beispiel 3 Sterne. So. Ja. Ich gebe ihm aber noch einen halben Stern mehr, weil ich finde, eine Tendenz nach oben, weil er einfach in vielen Bereichen so viel so gut macht. Mhm. Aber andere Sachen sind ein bisschen anbeziehen, dass es halt. Ein 3 schon wieder hart wäre und dann gebe ich 3,5. Aber das ist halt. Hey, ganz ehrlich, jetzt diskutieren wir schon unter uns. Das ist doch einfach nur noch dumm. Absolut. Mach einen Gedanken. Komm, wir lernen es einfach. Eine Gedankenminute für jeden Äpfelkuchen, der dank diesem Film nicht müssen da glauben. Das ist eine gute Idee, ab jetzt. Wenn man lange los, dann hört man auch den Mond. Hört der Mond? Jetzt steht etwas klar. Du legst nachts so in einer Wiese, dann hörst zieb, 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 dann hörst du noch den Mond und lang los ist. Hört der Mond? Okay. Ich höre gerade Farben ab in der Nuss. Mein Gott, sind die Kunstspannen aus. Ja. Poesie und so schon eher vorbei. Ja. But this one time at the camp. Was war ich? Was war ich? Ein fetter Diss vom Hill. Also, was denn? Ja. Habe ich euch durch Ruins? Hä? Du willst zum nächsten Film? Also, ja. American Pie ist durch. Das heisst, wir gehen jetzt zum nächsten. Jetzt Ruins. Ruinieren wir alles. Yes. The Ruins. Hey, Ruinen ist, glaube ich, der deutsche Titel. Ich habe den einfach ziemlich gut gefunden. Irgendwie. Es ist so. Also, ganz einfache Story eigentlich. Also das Typische, was wir wahrscheinlich schon 100 Milliarden Mal gehört haben. Dumme Ami-Touristen sind irgendwie in Südamerika, also in dem Fall in Mexiko unterwegs. Gehen mit einem Deutschen, gehen sie auf so eine Tour, weil sie finden, oh, da gibt es irgendwo so eine geheime Ruine, wie eine Art Tempel oder so, so eine längst vergessene. Also Südamerika und der Deutsche, da bin ich schon so, was ist denn für ein Vorfall? Er ist auch Tourist, er wohnt nicht dort. Alles okay. Die haben alle mal als Touristen da angefangen. Das ist korrekt. Nein, aber es ist wirklich Tourist. Yeah. Auf jeden Fall, und die Gruppe um Jenna Malone übrigens, gehen dort hin und was erwartet sie dort? Ich glaube, so viel dürfen wir schon verraten. Die Ruine ist bewachsen mit einer Pflanze, die man so noch nie sieht, eine fleischfressende Killerpflanze. So. Mhm.
Und genau, und sie können nicht mehr dort weg, aus anderen Gründen, die wollte ich nicht nennen, weil die machen, finde ich, den Film eben gerade noch ein bisschen interessanter. Und was ich einfach sage, es ist ein Horrorfilm, so weit schon mal von außen. Und es hat zwei, drei Sachen, die mir mega gefallen. Erst einmal ist es einer von diesen relativ wenigen Horrorfilmen, die praktisch durchgehend am Tag spielen. Mhm. Das finde ich immer wieder mal spannend, das gefällt mir einfach irgendwie. Er ist wirklich kompromisslos. Also weißt du, es ist nicht so, oh, und da weißt du von Anfang an, du weißt, ja gut, das ist die Held, das ist der Held, oder das ist die Heldin, und das ist das, und das ist. Finde ich gar nicht, das macht er wirklich gut. Das sind handgemachte Effekte, fast alle, nicht ganz alle, aber die meisten Effekte sind handgemacht. Die Plastikpflanzen, die sehen ein bisschen komisch aus, ja, die sehen aus wie eine Mischung aus Efeu, Marihuana und Mohnblumen. Und die können recht viel Zeug machen, also die Pflanzen sind intelligenter, als sie aussehen. Und das finde ich irgendwie noch witzig. Ich finde, das hat wirklich ein paar richtig witzige Ideen. Er braucht einen Moment, bis er in Fahrt kommt. Und Dialog, gerade so am Anfang, also nach einer Viertelstunde, habe ich gedacht, yes, Gott, nein, ich muss aufhören mit dem Film, das ist ja die grösste Gurke. Aber dann nachher, sobald es bei der Ruine nachkommt, wird es eben schon noch recht geil. Und hat ein paar wirklich richtig, richtig gute Gore-Effekte. Mhm. Also gerade eine Szene, gerade die ihn kennen, den Film, die wissen, wie ich meine, die tut auch wirklich weh beim Zuschauen. Und das ist halt immer noch, das gefällt mir eben schon. Also es ist schon wirklich so, wow, Alter, okay, da bringst du so. Und hey, irgendwie, ja, nein, ich habe den gar nicht so verkehrt gefunden. Der Regisseur, der Carter Smith, der hat ja erst gerade Swallowed rausgebracht, den wir ja am Brucker gezeigt haben. Mhm. Und hey, also gut, Swallowed finde ich persönlich nicht ganz so unterhaltsam. Ich habe den nicht so verkehrt gefunden. Sonst wäre er nicht am Festival gelandet. Ja, ja, aber aber The Runes ist halt so ein klassischer Horror-Trope-Film, sage ich mal. Und funktioniert aber als solches wunderbar. Also ich finde, Horror-Fans, die können da wirklich reinschauen. Ich glaube nicht, dass jetzt da plötzlich 4,5 Sterne-Bewertungen hageln wird wegen dem. Aber sie werden sicher unterhaltsam finden. Keine 4,5 Sterne-Bewertungen? Hey, what's up? Jenna Malone spielt mit. Nein. Ja, aber Jenna Malone, also bei aller Liebe zu ihr, also eine richtig gute Schauspielerin ist sie schon nicht. Nein. Das müssen wir schon sagen. Weißt du, sie ist sehr, also ich verstand das. Ich bin auch Fan von ihr. Ja, ich verstand das auf eine Art. Spielstil, ab und zu mag ich es, ab und zu passen überhaupt nicht rein. Mhm. Also, ja. Ich meine, Hunger Games, so die selbstgerechte, ständig grimmige Kandidatin von der Spiel, das hat aber sie recht macht gut. Sie auch mit, das weiß ich gar nicht. Ja, doch. Hm. Sie ist eine von den Champions, die ab Teil 2 dabei ist. Also von den ehemaligen Champions. Okay, die habe ich alle nur einmal gesehen. Ah, okay. Alle im Kino und ja. Kein Schimmer mehr. Nein, dort habe ich sie eben auch recht offen gefunden. Okay. Ja, da, also am Anfang, wo sie noch im Party-Laune sind, ist sie sturzbesoffen und will dort rumflirten, rumtanzen. Das wirkt schon sehr unbeholfen. Ja, andererseits, Männer wie Frauen, wenn sie sturzbesoffen sind und flirten sind, wirken sie auch immer unbeholfen. Also eigentlich ist es schon wieder gut. Ich weiß nicht genau. Peinlich berührt bin ich gesehen, aber das wäre wahrscheinlich auch in der Realität, wenn ich so etwas sehe. I don't know. Aber hey, The Runes. Ah wirklich? Du bist ja auch peinlich berührt, wenn du uns so siehst. Ganz ehrlich, meistens bin ich ja selber so hinüber, dass ich es gar nicht mitbekomme. Ja. Nein, The Runes kann ich wirklich für Horrorfans durchaus empfehlen. Für die, die jetzt so sagen, ich will jetzt neue Horrorfilme schauen. Hey, schau zuerst andere Sachen. Genau. Okay. To Ruins. Runs. Baby. Ich habe Lords of Chaos geschaut. Weil nach dem anderen Film ist dann noch nicht Bewertung geschrieben. Dann ist irgendwie auf Blob Netflix nicht. Oh, habe ich noch nicht gesehen. Und wie das auch dann ist. Ja. Vom Jonas Åkerlund, Captain of Polar und Spann hat er gemacht. Sonst mehrheitlich hat er noch sehr viele Musikvideos gemacht. Yes. Das ist so sein Ding, schwedischer Regisseur. Und ja, Lords of Chaos geht so ein bisschen um Geschichte Anfangs 90er Jahre in Norwegen. Und die Black Metal-Szene, die sich da gebildet hat, beziehungsweise dort eigentlich entstanden ist, kann man sagen. Ich glaube, also inspiriert, er hätte so. Als Einfluss haben sie das Buch genommen, nehme ich an, Lords of Chaos. Mhm. Gibt es auch noch. Also, das Buch selber gibt es so in einer Filmvariante, wo man halt schauen kann, wo dann einfach
der Typ, der das geschrieben hat. Ein Doku eigentlich. Genau, also er macht sehr viel, also echt Interviews und erklärt halt viel. Wenn man das Bücher nicht lesen will, ist das auch noch witzig, sondern so ein bisschen das Entstehen vom Metal. Geht es eigentlich? Black Metal. Also ja, gut, Black Metal. Ich habe es gerade verwechselt mit dem anderen Buch. Heavy Metal heißt es, glaube ich, oder so. Nein, Lords of Chaos. Ja, und der Film selber, also ich finde, also ich sehe es in zwei Kategorien. Einerseits so als so ein bisschen für jemanden, der jetzt findet, er möchte sich ein bisschen in das Reinleben und auch wissen, was so passiert ist. Wenn es jemanden interessiert, finde ich, der Film ist schon nicht zu empfehlen. Wenn man es einfach irgendwie, sage jetzt mal, ein bisschen Drama möchte schauen, unbedingt ein bisschen so Coming of Age drin möchte haben, dann kann man sich da reinziehen. Das ist schon nicht schlecht. Ich selber finde, die Geschichte selber ist ein plump. Es geht mehr eigentlich um du. Also die ganze Geschichte ist eigentlich so, dass du Euronymous, der hat so das Black Metal so ein bisschen mit Mayhem seiner Band. Erfunden oder einfach ein bisschen rausgebracht. Sie hatten einen Plattenladen, gehabt, dort haben sie einen Keller gehabt, dort haben sie den Inner Circle gegründet, gehabt, wo einfach in Norwegen alle Bands, also oft viel, so ein bisschen dort abgehängt sind und irgendwie halt ihr Black Metal Ding durchgezogen haben und miteinander gequatscht haben und so. Und das ist ein bisschen eine verschworene Gemeinschaft ist. Ich weiß nicht, was für Reiten sie sonst schon gemacht haben. Und du wie Kern ist dann auch dazu gestoßen und dann hat irgendwie halt ein Twist gehabt zwischen denen zwei. Und ja, du wie Kern ist am Schluss im Knast gelandet. Der Euronymous hat es nicht mehr gegeben. Und das ist echt so die Hauptgeschichte, die erzählt wird. Und sonst alles ringsherum ist eigentlich von Blast EO, auch die ganzen anderen Mitglieder, die eigentlich, sagen wir mal, auch viel an dieser Geschichte mitgetan haben, also einfach du auch ihren Anteil an dieser Geschichte, die wirken eh in dem Film so ein bisschen plump, so ein bisschen halt wie Mitläufer. Und das Problem, das ich ein bisschen hatte, ist auch einfach so, auch wirklich so ein bisschen zum Teil wie ein Coming-of-Age-Movie, aber eigentlich, die sind alle schon über 20, die haben halt ihre Jugend schon hinter sich, die sind in ihrer eigenen Welt und haben dann einfach ihre Musik und gewisse nehmen es nicht ernst, ich weiß nicht genau, ich habe mich da nicht groß mit der Psychologie befasst, von ich meine, du, wie Kern ist völlig abgedreht dort. Es hat dann angeklappt gewesen, und dann für drei Kirchen brennt, insgesamt sind es 11 gewesen, die man angezündet hat und dann hat es noch x Mord gegeben von Leuten in diesem Zirkel und ja, sie haben alles ein bisschen ernst genommen, das Ganze. Und Dinge, das kommt alles so ein bisschen, ich weiß jetzt, weniger dramatisch über. Es ist so ein bisschen, eher so als jugendliche Leichtsinn, so ein bisschen. Ja. Und ich finde auch, irgendwie haben sie gefunden, sie müssen noch Frauen reinbringen und wie Kernes, wo Dinge sich durch alle Groupies bumst, keine Ahnung wieso. Euronymous hat plötzlich noch eine Freundin am Schluss, wo noch so ein bisschen so eine neue Seite kennenlernt und findet ein neues Kapitel und sich der Tor schneidet und in einem weißen Hemd rumrennt. Ich weiß nicht, ob man da so ein bisschen Dramaturgie reinbringen will, so quasi, distanziert sich jetzt vor allem. So ein bisschen so zu dichte Sachen, die das alles noch ein bisschen schräg macht. Ja. Sonst sind auch viele Sachen, die ins Detail gegangen sind, wo so überliefert worden sind, die andere erzählt haben. Aber im Endeffekt, ja, hast du zum Glück, ich habe ihn nicht schlecht gefunden. Was für mich eigentlich der Ausschlaggebend war, dass ich dem 3 Sterne gegeben habe, ist, eine Kamera dreht voll drauf. Also sie zeigt voll drauf. Wenn irgendwie ein Mord passiert oder ein Selbstmord oder irgendwas, die Kamera ist komplett drauf und zeigt es eigentlich. Ich habe gewisse so Gläser von anderen gefunden, es ist auch wie in einem Porno, also kann man gut ganz drauf. Das beschreibt es eigentlich nicht gut. Das ist irgendwie das. Und das sieht nicht irgendein CGI oder unbedingt billig aus, sondern es ist noch gut gemacht. Das gibt dem Film noch so ein bisschen, ich sage so, das Splatto Punkt oben drauf, was es halt so ein bisschen sehenswert macht. Mit der Geschichte so für sich allein ist sie okay. Unterhaltsam. Für das ist für mich 3 Sterne, man kann mal schauen, aber jetzt nicht um jetzt irgendwie. Ich finde einfach den Cast so spannend, weil der Cast ist halt wirklich so
besteht eigentlich aus Kindern und Bekannten von anderen Leuten. Also klar, Rory Culkin, oder? Also da, ja, da kann man gut auch wirklich als eigenständiger Schauspieler sehen. Mittlerweile, ja. Und mögen wir ja auch alle. Sky Ferreira kennt man ja auch mittlerweile aus diversen Filmen, Baby Driver oder aus Green Inferno. Dankeschön. Der Jack Kilmer ist der Sohn von Val Kilmer. Ja. Der Falter Skarsgård. Ja. Ist der Sohn von Stellan Skarsgård und das sieht man auch. Also, dem sich Face hat eigentlich fast aus wie ein Bill Skarsgård, sein Gesicht. Sogar der Ochsenknecht so und der Wilson González. Also, sie haben vor allem auch ein bisschen spezielle, nicht gerade die typisch hübschen Gesichter genommen. Nein. Speziell beim Wilson González, der Wiestvogel. Mhm. Und das finde ich eben schon noch interessant vom Casting, finde ich es eben schon recht spannend. Aber ja, ich bin bei dir. Er ist so ein bisschen, ja. Ich glaube, für Leute, die gar nicht mit Black Metal am Hut haben, kann er eher noch schocken, als wenn du so wie mir ja auch durchaus an diversen Black Metal-Konzerten schon gesehen sind und durchaus auch Freude haben an deiner Musik. Das ist nicht ganz das Gleiche. Das kann man, glaube ich, schon sagen, oder? Wenn man es auch jetzt kennt und so. Aber also ich muss ehrlich sagen, es hat mir gewisse Sachen mich dann doch so überrascht, dass es doch so früh kommt. Gewisse Sachen. Hat er sicher der Dramaturgie geschuldet, weißt, dass sie das ein bisschen umgeändert haben. Weißt du? Ja, was wissen wir? Wir sind ja keine Experten. Ja. Und ich meine, es ist glaube der Film gesehen, ganz am Anfang, ich glaube Robert Pattinson als Wagwikern mal also im Gespräch gesehen. Mhm. Da sind wir so Details gekommen und dann irgendwas recht viel auf Palme so, was ja, wird das Spiel da kennen. Ich glaube, der kann ja auch toll schauspielen, wenn man gut wissen. Aber die Stimme gibt es bei jeder Rolle, die er annimmt. Das ist schon hart eigentlich. Das ist ein armer Keim von dem her. Ich glaube, das war am Deck, gerade wo so die ganze Vampir-Geschichte hinter sich hat. Und die Leute haben gefunden, was, jetzt der Vampir-Typ macht jetzt das. Der wird genau die gleiche Karriere mehr oder weniger machen wie der DiCaprio. Der hat am Anfang auch ständig aufs Dach bekommen. Zilda, der Schnösel, Und heute soll wieder bei Hindi spielen. Ja, genau. Und alle Dudes heute finden in der geilste Schauspieler und Frauen finden auch so, Jesus Gott, Gott sei Dank bin ich schon über 20. Der lenkt mich nicht mehr an. Und früher war es genau umgekehrt gewesen, oder? Und ich glaube, so eine Karriere hat auch der Pattinson vor sich, weil er kann ja wirklich etwas. Ist aber schon drin in dieser Karriere? Ja, er ist ja schon auf dem Weg, aber es gibt immer noch Leute, die irgendwie das Gefühl haben, die ihn nur als Vampir kennen. Ich glaube, das war 010 rum, und ich habe das erste Mal davon gehört, wo das Ganze dann... Und dort ist er eben noch nicht so bekannt gewesen. Ich glaube, mittlerweile hat er eine Größe, also wenn ich jetzt... Finde ich auch, ja, aber... Ja. Egal. Ja. Lords of Chaos. Sie kommen, müssen wir nicht. Und dann haben wir noch da unten zum Abschluss Dead Silence. Jo. Eine kleine Billy. Liebe Grüße an Dave an dieser Stelle. Dead Silence, ja, ein Film von James Wan. Da habe ich ja, vor 100 Jahren gefühlt. Nein, ist 2007 rausgekommen, wahrscheinlich ein, zwei Jahre später das erste Mal gesehen. Ist James Wan, klar, kennen wir mittlerweile, also ist ja vor allem bekannt für was. Für natürlich, mit Saw ist er gross geworden, das ist so sein erster grosser Hit gewesen. Ja, Saw, Insidious, Conjuring und Aquaman hat er auch noch gemacht, noch härter und so, oder Malignant erst gerade kürzlich. Mhm. Dead Silence war eigentlich sein nächster Film gewesen, den er gemacht hat, den er auch selber Regie geführt hat. Nach dem Überraschungserfolg, sage ich mal, im Durchbruch von Saw. Ein paar Jahre später. Und ja, was geht? Es geht eigentlich um eine Bauchrednerpuppe, wo nicht nur einfach eine Bauchrednerpuppe ist. So, viel mehr will ich nicht verraten. Es ist natürlich ein Horrorfilm. Und wenn man einen Film kennt, dann weiß man, da wird es wahrscheinlich auch der ein oder andere Twist geben. Das ist auch hier der Fall und die funktionieren wirklich hervorragend, meiner Meinung nach. Vor allem, du merkst einfach, klar, es ist natürlich ein paar Jahre später rausgekommen, aber technisch ein Riesensprung von James Wan zu Saw 1. Saw 1, weißt du, schaue ich immer noch gerne, wirklich großartig. Aber du merkst halt schon, am einen oder anderen Moment, ja, da ist er halt noch nicht so weit gesehen. Logisch, oder? Mhm. Aber da merkst du schon, wirklich so die Transition, also das ganze Conjuring-Universum, ich habe noch nicht ganz alle Filme gesehen, die meisten, würde ich mal behaupten. Was man ihnen kann, wirklich nie vorwerfen, sind einfach fast alle geil gedreht. Mhm. Das muss ich wirklich sagen, also ich finde, er hat wirklich immer sehr, sehr originelle Ideen, wenn er Sachen in Szene setzt. Und
das ist wirklich, bei Dead Science ist das wirklich losgegangen mit dem. Du hast wirklich gemerkt, er hat da ein bisschen aufgetragen. Vielleicht zum Teil ein bisschen übertragen. Also der ein oder andere Schnitt, Szenenwechsel, wo du sagst, ja gut, also wie oft willst du es noch in ein Auge gehen und in eine ähnliche Form rausschneiden und so. Und ach komm. Aber hey, ich finde auch ultra unterhaltsam. Ich muss wirklich sagen, ich finde ihn wirklich, wirklich cool gemacht. Für Leute, die eh schon so mit Puppen und so, weißt du, ein bisschen den Grusel empfinden, wird das wahrscheinlich ein Horrorfilm sein, an Diskretion. Also das ist wirklich dort noch ein bisschen heftiger als andere. Ich finde eben, die Twists, die kommen, die sind, funktionieren für mich super. Durch das, was ich schon damals gesehen habe, habe ich plötzlich dann im Film plötzlich so, ah Moment, und dann habe ich mich auf gewisse Sachen verachtet. Und dann so, wow, okay, das ist wirklich cool gemacht, das hat mir gut gefallen. Der Donnie Wahlberg spielt hier den 0815 Cop, oder? Wo das Einzige, was ihn ja, unterscheidet von den anderen 0815 Cops, die nicht alles glauben, was da die Hauptfigur da hält, wo man ihn natürlich folgen, unterscheidet, ist, dass er ständig seinen Trockenrasierer führen nimmt und sich überall muss rasieren. Was so ein scheiß Gimmick ist, regt mich richtig auf. Also wirklich so dumm. Also es passt zu einem Wahlberg, meiner Meinung nach. Oder zu einem Wrestling-Gimmick aus der Mitte 90er. Ja, es also ist so blöd, es macht keinen Sinn. Das ist einfach nur dumm. Und die ganze Zeit sogar im Verhör. Das ist schon davor im Spiegel, haben sie trocken. Also, was ist das für ein Gimmick? Und vor allem, der Obergag an der Sache ist, er funktioniert gar nicht, der Rasierer. Er hat gleich immer ein Stoppelbart. Was ist denn das für ein Trockenrasierer? Also, ich hoffe, man sieht nie näher die Marke. Ich habe mir nicht so genau geachtet. Aber es ist die schlechteste Werbung für die Marke, die du je gesehen hast. Und ich wollte nur eine kleine Anekdote erzählen, weil ich das erste Mal gesehen habe. Das ist mit dem Dave, haben wir ein paar Mal schon erwähnt, lieber Grüße nochmal. Sie und Sandro, Sandro musste die Wohnung gießen und die Pflanzen gießen von einer Mitarbeiterin. Und er so, hey Jungs, ich muss Pflanzen gießen. So, wenn wir zu ihr gehen, sie hat einen grossen Fernseher, können wir Film schauen. Ich glaube, sie weiss das heute noch nicht, dass wir dort sind, aber ist ja egal. Ich nehme nicht alles zulassen und wenn, who cares, er schafft auch nicht mehr dort. Ja, so. Wir sind dort alle zusammen angegangen und dann haben wir Dead Silence geschaut. Ich hatte auch, glaube ich, ein DVD dabei. So, ey Jungs, ich habe da einen Film gefunden. Ich weiß nicht, ob der gut ist, aber ist da von dem Dude, von so und so. Also, oh, geil, geil, schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall bin ich dann irgendwie während dem Film, habe ich mal dringend Pipi müssen, oder? Und eben, es ist da ein Bauchrednerpuppe, oder? Und dann gehe ich Pipi und im Gang hat sie so eine Uli-Larve gehabt. Weißt du, also die Larve mit der grossen Nase und so, für Nicht-Basler zum Erklären, oder? Mit so einem Hut, mit so ganz vielen Glocken. So ein Harlequin-Maske. Ja, ein Harlequin. Das ist super, ja. Und ich so, jetzt verschrecke ich die anderen Zeilen, sicher lustig. Und ziehe die Larve an und hab die Glöckchen so. Und das Sofa, wo sie draufgehockt sind, der Dave ist gerade so am Rand gehockt, ist gerade neben der Eingangstür gewesen. Ich bin so am Boden angekrochen. Und so an der Lehne rauf und habe die Glöckchen gehabt. Und gehe so rauf und drehe mit ihm. Und er dreht zu mir und ich mache eine kleine Billy. Jetzt weiss die Puppe. Und ich schwöre, ich habe noch nie, ich habe so Angst gehabt, dass ich jemanden gerade umgebracht habe. Er ist wirklich weiss geworden. Und dann, keine Luft mehr gekommen. Und du hast schon. Und ich so, nein, Dave, ich bin's. Weißt du, schlafen und so. Es tut mir so leid. Aber ich seitdem so ein Running Gag zwischen uns. Es ist immer wieder so, wenn wir irgendwie noch einmal ankommen und irgendwie etwas Creepy sehen oder irgendetwas, wie irgendwie mit Puppe oder so, dann schauen wir uns immer an. Eine kleine Billy. Und ja. Ich kann diese Geschichte schon erzählen, weil ich finde sie noch herzig. Und er lebt noch, es geht ihm gut, er hat ein Schiff, er ist in aber Mexiko. Versuche ihn einfach nicht nochmal umzubringen, bitte. Nein, das ist mir wirklich eine Lehre gewesen. Ja, ja. Eine krasse Lehre gewesen. Weißt du, mit zunehmendem Alter hältst du nicht mehr so viel aus. Nein. Das ist jetzt verschrocken. Weißt du, vielleicht hat er die Folge gehört, so zum Einschlafen. Und ist gerade so am Eindämmen und hört auch die Stimme, eine kleine Billy. Und dann so, wow! Da so ein Trauma da wieder vorgekommen, hat sich vollgepisst oder so. Wir werden es erfahren. Ist über Bord gegangen. Falls etwas so passiert ist, ich werde es in der nächsten Folge erwähnen, ist kein Problem. Gut, Dead Silence. Voilà. Ja, und dann kommen wir zu Serie. Ah, den haben wir noch. Ja, sicher. Aber das lässt du mal vergessen. Nein, aber du hast doch jetzt neue Töne gemacht auf der Roadcaster. Ja, aber Entschuldigung, also Batman würde ich nie wegnehmen. Ja, das finde ich gut. Ich habe nur zwei Töne ausgewechselt. Ah, und zwar der, wo du nicht magst und anscheinend auch gewisse Zuhörer nicht. Der Celine Dion Song «I'm Your Lady». Das macht aber gar nicht. Wie? Yeah. Wie gut der? «Cause I'm your lady». Ach gut, wenn du es singst, ist es zum Aushalten. «And you are my man». Ja. «Whenever you reach...» Okay, nein, jetzt müssen wir es nicht... Was machst du heute noch?
Oh, oh, oh. Eine kleine Spikey. Oh, Robo. Das wäre ein kleiner Zurück. American Housewife. Jo. Wer von euch ist sie? Ja, das bin ich. Ich nicht. Sie, was geschaut hat. Hey, warum nicht? Ich bin letztens immer wieder mal auf der Suche nach seichter Unterhaltung. Und bin ich auf die Serie gestoßen und ja, doch, der ein oder andere Schauspieler und Schauspielerin, die da mitmacht, mag ich sonst eigentlich noch. Ich fand, komm, geben wir dem Ganzen mal eine Chance. Hey, simpel, einfach. Eine nicht ganz so reiche und verzogene Familie wohnt aufgrund von ihrem jüngsten Töchterli, wo, sagen wir mal, sehr spezielle Bedürfnisse hat. Wohnen die in einer ziemlich reichen Gegend, weil dort hat es einfach eine Schule, die speziell auf so Kinder ausgerichtet sind. Also, jetzt weiss ich wieder grad nicht mehr, was ich soll sagen, aber halt so Zwangsneurosen, zum Teil auch ein bisschen Angststörung, muss auch ständig immer die Hände waschen, bis zum Geht nicht mehr und so. Und ist halt einfach ein bisschen eigen. Mhm. Die anderen beiden Kinder, ja, das eine ist eine normale Teenager-Tochter und dann hast du noch den kapitalistischen Sohn. Also, Standardfamilie. Aber es ist halt Katie Mixon, die die Hauptrolle spielt, wo auch schon einfach so Gags reisst, wie ganz am Anfang: Oh Scheiße, die Nachbarin, sie zieht weg. Das ist mega Scheiße. Nachher bin ich die fette Stimme in dem Kaff. So, einfach so, man kann auch über sich selber lachen. Und ich habe die auch bei Mike und Molly und so, oder auch in Two and a Half Men eigentlich noch witzig gefunden. Und Diedrich Bader spielt auch noch mit, wo man erst aus jedem verarschen Film sieht. Und der hat auch schon 1000 Synchronsprecherrollen gehabt. Und sonst in vielen Filmen, wo man kennt, Ellie Wong, die auch noch mitspielt, die man aktuell so ziemlich überall sieht. Man merkt es aber noch nicht. Ja, hey, der Humor funktioniert irgendwie. So, wenn du wirklich, gar nicht, so oben, kurz vorm Einschlafen etwas schauen willst, wo du denkst, es soll auch etwas sein, was egal ist, wenn ich einschlafe. Mhm. Mhm. Genau so eine Serie ist das. Das ist auch so eine Serie, Hill. Das ist eine Einschlafserie? Mhm. So irgendwie ein iPad. Ich schlafe ja ein. Was? Nein, aber lässt du abends zum Einschlafen irgendwie etwas laufen lassen, oder gar nicht? Zum Einschlafen? Nein, dann tue ich meistens noch ein bisschen mit Internet surfen oder auf der Switch spielen. Aber dann machst du es ab und dann schlafst du ein. Und dann schlafst du dann mit dem Telefon auf dem Gesicht ein oder so. Ach so, nein, nein. Okay. Ja gut, also ich schaue es ja schon nicht wirklich gezielt zum Einschlafen. Weil ich wollte ja wissen, was geht. Aber einfach, falls ich würde einpennen, ist nicht so dran. Also schlimm. Zum Nachmittagsschläfchen habe ich meinen zweiten Durchlauf von Brooklyn Nine-Nine. Habe ich ja schon mal gesehen und alles ist gut. Mhm. Hast du das allerdings? Ja, ich schaue halt gerne so, auf YouTube schaue ich halt irgendwie so alte Kochsendungen, so Kochprofis oder Rosins Restaurant oder so. Ja, klar. Aber einfach Zusammenfassungen nur. Mhm. Und bei Rosins Restaurant eigentlich immer nur Folge 2. Also es ist eine Folge, aber es ist immer unterteilt in 7 Teile. Mhm. Und ich schaue immer den zweiten, weil dort ist das Testessen. Yep. Alles andere, wenn er dann das Restaurant wieder redet, ist mir scheißegal. Also das erste Testessen? Ja, ja, genau. Das ist das, was mich interessiert. Oder wenn alles schief läuft. Und das ist eben das Ideale bei diesen Sendungen. Da kann ich wirklich schauen. Und meistens bin ich noch wach zum Testessen, auch bei Kochprofis oder so. Und dann denke ich so, yes, wie kannst du so ein Restaurant feiern? Und wie kannst du so kochen? Oder wie auch immer. Und das habe ich auch nicht Ahnung, aber gleich. Aber hier und dann noch ein Penny. Ja, nicht alle, aber viele, ja. Ja. Ich auch, also das YouTube mache ich nicht mehr, weil ich bin mal da und dann kommt das nächste Video und dann schaust du gerade so Sachen, die lustig sind oder so. Mm. Und dann schaust du das nächste und dann schaust du das nächste und das nächste und irgendwie auf du und dann ist ja halb zwei. Gönn du TikTok? Hey. Ja, hey, hör mal auf oder irgendwie auf Instagram irgendwelche Reels durchschauen. Das Schlimmste ist, wenn du das machst, wenn du auf dem Klo bist, weil irgendwann ist dir der Arsch eingeschlafen. Oder die Beine haben so Ameisen drin. Ja, und dann aufstehst du so, oh nein! Ja. Kennt ihr das? Ja, natürlich. Man merkt, du weißt, von was man redet. Oh ja. Ich wusste nicht mehr. Gut, wir kommen auch alle aus der Gameboy-Zeit, gell? Das klar. Voilà. Ja. Habt ihr schon mal Ameisen in den Beinen? Dann folgt uns doch in den sozialen Medien. Ja. Vielen Dank. Und beglückwünscht euch, ihr habt noch Gefühle in den Extremitäten. Ja. Was? Was willst du? Egal. Okay, in American Housewives. Ja, ist okay. Ah, ich habe gesagt, in der Äußeren, nicht in der Inneren. Was weißt du, auf deine Hand guckt? Hey. Der fremde Mann. Die fremde Frau, je nachdem. Egal. Aber noch Ted Lasso.
Ja, hey, Ted Lasso, es ist noch nicht vorbei, aber Ted Lasso, ich weiß nicht, haben wir schon ein, zwei Mal erwähnt, läuft jetzt die dritte und letzte Staffel auf MTV Plus. Es fehlen, glaube ich, noch zwei Folgen. Ich glaube, zur Veröffentlichung von dieser Folge kommt die zweitletzte. Das sind einfach die letzte Staffel, nämlich 12 Folgen. Und die verschiedenen Episoden gehen ein bisschen länger als vorher auch schon. Und auch für die, die das noch nicht geschaut haben, über den Football-Coach, der nach England geholt wird als Fußballtrainer und mit seiner naiv, chaotischen, aber immer optimistischen Art. Es ist einfach so eine tolle Serie und vor allem, und das muss ich wirklich sagen, jetzt in dieser Staffel, in der dritten, hat es schon zwei Folgen gegeben, und ich ganz klar als zwei von den besten Folgen, wenn ich sogar die besten Folgen von dieser Serie anschaue. Ja. Also die eine in Amsterdam, für die, die die Serie geschaut haben, die wissen, was ich meine, das ist für mich eine perfekte Folge. Die ist wirklich grossartig innerhalb von diesem Spektrum, einfach perfekt. Und die nächste, die ist nicht ganz so spannend gewesen, aber die letzte jetzt wieder, die ist wieder absolut... Also, wenn du da nicht... Weißt du, es ist so herzergreifend, aber gleich nicht einfach zu überdramatisiert. Ich höre immer wieder von der Freundin nebenan so, ja, ich finde, amig sind die Lösungen für die Probleme, die Leute haben, schon ein bisschen zu einfach. Aber genau das macht auch ein bisschen den Charme aus von dieser Serie, weißt? Weil es halt eben nicht immer ins extremste, tiefste Loch hineingeht. Obwohl, gerade auch in der zweiten Staffel ist das ein Riesenthema gewesen, in der dritten auch immer noch ein bisschen. Was ist? Wieso lachst du so komisch? Habe ich irgendetwas gesagt, was komisch klingt? Ah, wirklich? Ja. Aber nichts Schlimmes. Hoppla. Nein, Zwiebeln. Nein, überhaupt nicht. Okay. Dann ist es. Kaputt Zahnbürstchen. Zahn. Egal. Nein, aber ich finde, die Serie macht halt schon einfach wirklich so viel richtig. Es ist wirklich ein viel gutes Ending. Man merkt natürlich auch, wer dahinter steht. Das sind eben so Schreiberlinge wie hinter Scrubs etc. Also die, die diese Art von mit Comedy. Komödie da ist schon anders, muss ich sagen. Aber die dramatischen oder die tieferen Momente. Okay, das war es nicht. Okay, ich habe sogar geschaut auf deine Reaktion, ob ich da mit dir für etwas falsch gesagt habe. Doch, hast du vorher. Ah, wirklich. Item. Vollkommen gestummen. Ah, gut. Nein, hey, ich finde es einfach immer noch grossartig. Ich bin mega gespannt jetzt auf die letzten zwei Folgen. Ich einfach mal schauen, einen Zwischenstand geben. Und ich hoffe, dass noch der eine oder andere auf ein Lesser-Zug aufspringt, weil es lohnt sich. Die dritte Staffel habe ich fertig geguckt. Kann nicht sein. Das ist die dritte, die jetzt läuft. Eben, das ist die zweite. Ah, wirklich? Das ist am ersten Mal geschaut? Ja, yeah. Wie gefällt es dir? Also, ich habe es gut gefunden. Also, ich bin mir sicher, haben sie mal eine Pause gehabt. In einer Staffel drin. Nein. Ich glaube nicht. Ja? Nein, ich glaube wirklich nicht. Mhm. Also, die zweite musst du einfach sehen. Vielleicht hast du einfach eine Pause gemacht nach der zweiten, ja? Also die dritte ist ja jetzt 9 oder eben 10 Folgen sind jetzt, glaube ich, draußen. Jetzt ist die 11. wahrscheinlich am Tag, wo die Folge rauskommt, kommt die 11. Folge raus. Ich glaube, die letzte von der zweiten habe ich noch nicht glücklich, da irgendwann okay. Nach Hause. Ja. Okay. Okay. Und dann ja, ist 9 dann. Easy. Du hast noch 2 Wochen Zeit bis zum Finale. Wie heisst du Spieler, der bei City ist? Nein. Du Schönling. Kent! Kent. Ist Kent? Wie aber sind denn so Roy Kent. Roy und Dinge, da, irgendein Gesang bei ihm. Fucking shit. Ah, du bist jetzt gemein. Das weiss ich da Sinn. Ich bin halt eher der Danny Rojas-Typ. Danny Rojas. I love football. Stimmt, I love football. Nein, Roy Kent heisst so. Roy fucking Kent. Ich weiß nicht mehr, wie der Song geht. Aber ich finde alle Figuren grossartig. Für die, die den ESC geschaut haben, also den Eurovision Song Contest, sind ja zwei Moderatoren gesehen, eine Moderatorin von diesem Gespann. Das ist Hannah Waddingham gesehen. Genau, das ist die, die hier die Clubsitzerin gespielt hat, ja. Rebecca Welton. Und sie, ich liebe die Frau. Ich finde die grossartig in dieser Rolle. Das ist ja die, die Septa gespielt hat in Game of Thrones. Die, die Cersei durch die Strasse gejagt hat. Das ist richtig, ganz genau. Ja, das ist korrekt. Schwer zu erkennen mit der Ja. Nein, ohne Glocke. Shame.
Ich habe diese Woche eben mal ein bisschen gegoogelt. Die ist grossartig, die Frau. Ich finde sie so toll. Ich habe nur Gutes über die gehört. Ja. Nein, also gerade in dieser Rolle. Egal. Voilà. Gut, dann würde ich sagen, sind wir mit dem auch durch, oder? Ja. Gibt es Vorschau? Ja. Juhu! Fange doch gerade an. Ich habe einmal am 25.05. Netflix FUBA mit dem Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Es hat auch gesagt, sie haben es einen Menschensfrieden am Anfang. FUBA? FUBA. Das spielt irgendwie so eine CIA-Agent, wo gerade reist vor dem Ruhestand ist und dann durch das sein Ruhestand so ein bisschen reinfunken und gab seine Tochter ist dann auch noch involviert und ist eine Dramedie. Ich weiss nicht das Gleiche, aber ich finde, es ist auch ein mega Zufall, dass nach Tulsa King, wo noch nicht lange rausgekommen ist, jetzt auch noch eine Serie kommt, das erste Mal mit dem Schwarzenegger. Ich weiss, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, die zwei Dudes, sie sind sich immer noch so ein bisschen am wie der Slice-Lohn macht in einer Serie mit für einen grossen Anbieter. Oh, ich will auch eine haben! Okay. Netflix macht eine. Also, ich komme, ist gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich... Ein Streaming-Dienst kann sich seine Gage leisten. Ja, dann kann ich es auch machen. Also ich bin mega gespannt drauf. Aber... Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist... Ich habe wirklich... Ja... Es, für mich ist es einfach kein Zufall. Die zwei, ich glaube, die werden noch... Also ich glaube, eigentlich sollte man die nebeneinander beerdigen. Und wenn du dann so auf dem... Also... Hey, hoffentlich schreibe ich es nicht so klein, nicht falsch verstehe. Wenn es mal passiert, was hier so der Fall wird sein, du gehst auf den Friedhof und die sind nebeneinander und dann hörst du die ganze Zeit, wenn du genau anhörst, wie sich so schlägt, so gegenseitig. Mhm. Weißt, so usch. Aber ich mache Wett, das ist unglaublich, die zwei. Aber ich finde es irgendwie auch cool, weißt du? Ja, natürlich ist es gut. Aber ich hoffe, es wird dann auch gut. Daniel, ein bisschen Angst. Don't hate the player, hate the game. Ich nehme mal an, dass Netflix gehst. Hey, wenn jetzt jeder mit dem Stallone eine Serie macht, müssen wir irgendwie mithalten. Komm, auf den Schwarzenegger, machen wir dem eine Serie. Gut möglich. Dann gut möglich. Wer steht denn hinter dieser Serie? Da findest du gar nichts. Hey. Ja, viel findest du eben nicht. Crazy. Okay. Ja, lassen wir uns einfach überraschen. Also ich werde auf jeden Fall reinschauen. Ja, also ist es nicht eine Netflix-Produktion? Mal. Nick Santora, geschaffen von Nick Santora. Okay, ja. Nick Santora. Nein, sagt man nicht. Craig Robles. Was hat er sonst so gemacht? Ich kann nicht anlegen. Er ist grau. Kopf, da mir regst du mich auf. Yes. Ah, Most Dangerous Game, Prison Break. Ist eine von der Produktionsstätte von Prison Break gesehen. Okay. Mhm. Wir haben dann noch Lillian Wang. Was hat die so gemacht? Phil Abraham ist richtig. Nicht berauschend, so. Kate Duffy. Reacher. Breakout Kings. Schon wieder so mit Ausbrechen. Egal. Hey, sind wir gespannt. Ich nehme an, mindestens jemand von uns hat das. Zumindest, ich weiß nicht, kommt es wöchentlich raus oder kommt alles aufs Mal? Bei Netflix ist ja oft alles aufs Mal. Yeah. Netflix, ja, wahrscheinlich. Du, wir werden sicher im nächsten Rückblick darüber reden, weil ich glaube, uns interessiert das alle, oder? Der Arnie C. Naja, du. Voilà. Mal schauen, wenn ich Zeit habe. Okay, was sonst noch? Dann habe ich noch Paramount Plus, 27.05.1923, Prequel zu Yellowstone. Mhm. Das ist etwas für Spag. Wann hast du gesagt, startet die? 27.05. habe ich. Ah, ich habe gemeint, die startet erst im Juni. Aber hey, umso besser, ich nehme es auch früher. Aber das hast du schon gesehen. Nein, 1923 noch nicht. Das ist die mit Harrison Ford. Ah, wie heisst das andere? Das andere ist 1883. Na, bravo. Ja. Das ist voll etwas für mich, ich so ein Zahlenmensch bin. Ja, okay. Genau. Okay, gut. Cool. Dann habe ich noch Disney Plus am 31.05. Ich kann das singen. Also, keine Ahnung, das ist irgendwas für euch. Ultraviolett und Black Scorpion. Das ist so eine Coming-of-Age-Action-Komödie mit Superhero, mit zwei jungen... nimm Meitli, fast schon Dame. Dinge, die haben eine Zaubermaske, die sieht so ein bisschen halt so Mexiko-Wrestling-mäßig noch aus. Aha. Und da kann ich mir vorstellen, das sieht noch witzig aus. Was davor sieht etwas für uns? Wrestling, glaube ich. Ah. Und er meint noch Frauen wahrscheinlich. Coming of Age. Hey, ich habe einmal einen Film gesehen, wo was mit Ultraviolett im Titel hatte. Ich bin traumatisiert. Der ist so schlecht gewesen. Hey, aber das sieht wirklich noch gut aus. Okay. Ja, ich habe gut gelungen und gedacht, das ist eine Luchador-Maske, die sie zu einer Superheldin macht. Oh. Ja. Okay, gut. Ja,
sieht irgendwie noch lustig aus und irgendwie auch schlecht. Genau unser Ding. Genau. Ja, ja. Spike, hast du noch etwas? Ja. Du hast Filme, oder? Schöne. Ja. Also ich weiß nicht, ob sie schön sind. Ah. Ich kann es nicht sagen. Du empfiehlst jetzt Filme, die du selber nicht gesehen hast. Das ist bei einer Vorschau meistens so. Nicht unbedingt. Ja, wenn sie ja noch nicht draußen sind. Ja gut. Wahrscheinlich habe ich sie schon gesehen. Komm, erzähl. Also, da haben wir auf Sky am 26. Mai die Känguru-Verschwörung. Das ist eine deutsche Produktion. Ja. Und ich habe den Trailer gesehen. Der Trailer hat irgendwie noch witzig ausgesehen. Eben, so Verschwörung und alles. Ein sarkastisches Känguru, das auch reden kann. In Menschengröße, wo der einfach irgendwie... Also kennst du das gar nicht? Nein. Ah, weil das ist irgendwie der zweite Teil, glaube ich. Das ist ein Buch. Das ist ein ziemlich bekanntes und erfolgreiches deutsches Buch. Okay, okay. Ich habe noch nie etwas von gehört. Wirklich? Okay. Ah, okay. Eben da habe ich es irgendwie noch witzig gefunden im Trailer. Ja, okay. Jo. Du. Und eben, wenn ich, obwohl es ein Tier vorkommt, so ein bisschen... Okay. Mach. Ja, dann... Aber es gibt sicher den einen oder anderen Fan daraus. Hey, wer weiß. Ja. Dann am 28.05. auch auf Sky kommt Mia and Me raus. Das ist ein Fantasy-Animationsfilm. Also schon für Kinder und so. Es ist einfach irgendwie mit einer ziemlich bunten Welt und irgendwelche magischen Viechle und so. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen, habe einiges Gutes gehört darüber. Also mein Gottemeidli hat er super gefunden, hat ihn glaube ich sogar zweimal im Kino gesehen. Ah was, aber das ist ein alter Film, oder? Nein, der kommt jetzt zum ersten Mal zum Streamen raus. Okay. Also der ist glaube ich letztes Jahr im Kino gesehen, wenn es mir recht ist. Okay, ich glaube es gibt eben noch eine Serie davon. Ja gut, zu welchem Animationsfilm gibt es nicht noch irgendeine Serie mittlerweile. Ja. Nein, ich habe den Film gefunden. Nein, also über den habe ich einfach recht viel Gutes gehört. Also wenn ihr mal irgendwie daheim streamen sind, Sky abonniert haben, um den Kindern etwas zu schauen. Hey, der erste Satz ist doch geil. Oh. Mir entdeckt, es geht um ein Teenie-Mädchen. Ja. Mir entdeckt, dass ihr magischer Stein Teil einer alten Prophezeiung ist. Ja. Und begibt sich auf eine Reise zu den entlegensten Inseln. Zentobias, um sich einen großen Übel zu stellen und ihr eigenes Schicksal zu gestalten. Ist doch gut. Das ist wirklich super. Jo. Ich schau's. Okay, ja, ich vielleicht auch. Nein, ist ein Witz. Dann haben wir auf Netflix. Das wird für viele nichts sein. Ich schaue jetzt gleich, weil ich die ersten zwei Teile gesehen habe. Es ist einfach schon lange her. Und zwar kommt am 24.05. der dritte Teil von der harten Jungs-Reihe raus. Hammerharte Jungs, es einfach harte Jungs gegeben, dann knallharte Jungs. Jo, das war jetzt eine Teenie-Komödie, deutsche Produktion, Axel Stein und so weiter und so fort. Hey. Halt, wo sie probiert haben, American Pie in Deutschland zu produzieren. Das hat gar nicht so schlecht funktioniert. Ich habe die irgendwie noch witzig gefunden. Das ist nicht auch voll normal. Das ist der Tom Gerhardt. Also ich meine, der Sohn gespielt hat. Ja. Ah ja, genau, jo. Ja. Das ist richtig. Ich spiele hier keine Schürze. Wer war noch Seite gesehen? Was will das denn sagen? Du eben mal schauen. Vielleicht ist ja nichts, aber vielleicht ganz unterhaltsam. Ja, dann würde sich zumindest eingliedern bei den anderen Filmen. Weil der Humor ja in diesem Film ist Glied gesagt. Ja. Gut, okay, das ist ja bei uns auch immer wieder. Das ist auch der Erzähler eigentlich. Das Glied? Ja. Ah, stimmt. Das ist ja, oh Gott, ja. Das ist ja noch schlimmer, als ich in Erinnerung habe. Nein, ich finde die gar nicht so schlecht. Also ist gut. So Sonntagnachmittag mit einem ordentlichen Kater, dann kannst du die schauen. Ja, ist doch wahr. Genial. Ja. Ah. Ja, Phasenschwein. Ist gut. Ja, das müssen wir aufbauen. Ja, fair enough. Kleines Drucken. Ja. Ja, also das war es von Streaming-Film. Okay. Ja, im Kino kommen ein paar Filme raus, unter anderem «Roter Himmel», ein deutscher Film. Ja, das sind Jugendliche, also nicht, nein, so jugendlich sind sie auch nicht, Jugendfreunde, die wieder treffen im Sommer an der Ostsee und ja, was will ich sagen, es sieht sehr nach Melancholie aus und nach unerfüllter Liebe und Sehnsucht und I couldn't care less. Dann kommt Lilo raus, ein Doku anscheinend, vom fast schon Namensvetter, vom Tizian Büchi. Wo in der Schweiz spielt, und es geht irgendwie um einen Fluss, der bei einem Lausanner Arbeitsviertel durchfließt. Das sind zwei Dudes, die irgendwie den Job irgendwie
den Fluss überwachen. Warum, ist mir nicht klar. Ich habe leider den Trailer nicht geschaut. Aber irgendwie entsteht auch eine Freundschaft aus denen. Aber irgendwie müssen sie den Fluss bewachen. Warum sie den Fluss bewachen, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Vor allem, doch, dass es ein Doku ist, habe ich noch weniger Ahnung. Aber wird schon seinen Grund haben. Dann kommt raus, hey, ein Film, der komplett an mir vorbeigegangen ist. Ein neuer Film, eine Komödie mit dem Robert De Niro und Kim Cattrall. Und zwar «About My Father». Und da geht es irgendwie darum, dass ein Dude seine Verlobte eigentlich überschnurrt, dass, dass sein Vater auf ein Wochenende vorbeikommt, um die superreiche exotische Familie kennenzulernen. Und ja, es war eine Culture Clash Komödie halt. Und ja. Aber De Niro. Es ist alles aber nicht gegen den Robby. Nein, ich habe im Moment meine Liebe mir mit dem. Du regst mich auf. Nein, die letzten paar Filme mit ihm sind einfach wirklich nichts gesehen. Ja, er nimmt wirklich nur noch schlechte Filmrollen jo. An. Das ist, da bin ich bei dir. Aber grundsätzlich, also wer etwas gegen das schauspielerische Talent von dem Dude sagt, der hat einfach keine Ahnung. Doch, und der eine Punkt habe ich schon einmal erklärt, wieso. Es gibt keinen. Doch. Nein. Seit er immer nur noch die Augen zu hat bei jeder Geste, ist so viel von seinem schauspielerischen Ausdruck verloren gegangen. Und das ist seit mit der Focus, ist das so. Immer wie macht er? Wie macht er? Ach, schade, seht das nicht. Ja. Der wird der Chef heute, weißt du, kann ich das auf Insta machen, weißt du, wie du den Move machst. Ja. Also, wie macht er Robert De Niro? Doch, das ist absolut schlechtes Viertel geworden. Aber ich finde es toll. Aber es ist auch eine absolut schlechte Geste. Das ist, das, was ich das ist mir eben im Taxi Driver aufgefallen, wie viel mehr so Ausdruck so auch früher im Gesicht hatte. Da ist mir so viel verloren gegangen. Letztlich Poppy-mässig auf Toni Pfiffe. Aber bei Ausdruck im Gesicht. Renfield kommt ins Kino, den ich schon vor zwei Wochen besprochen habe. Ja. Der Dracula-Film mit Nicholas Holt und natürlich unser Allgott Nicolas Cage. Als Vampir, ich hoffe schwer, der kommt auch auf englischen Kinos. Es wäre nämlich eine Schande, den in synchronisierter Fassung noch zu bringen. Und ich habe das Gefühl, das könnte passieren. Aber we will see. Ich habe das Programm noch nicht durchgeschaut. Zum Erscheinen von dieser Folge werdet ihr sehen, ob er auf Englisch läuft. Wenn ja, dann rennt los. Habt ihr rustigen oben, ist wirklich ein Partyfilm. Mehr und nicht weniger. Okay. Und dann kommt wahrscheinlich so ein bisschen der Film, der am meisten für Aufregung gesorgt hat im Vorfeld. Und zwar die Realverfilmung von «Die kleine Meerjungfrau», also Ariel, die Meerjungfrau oder «The Little Mermaid». Weil da ist ja wirklich so gesehen, so, Jesus Gott, die ist ja ein bisschen dunkler als die alte Ariel. Und ich meine, hey, weißt du, wir haben ja schon ein paar Mal darüber geredet, ja, wir finden das auch Blödsinn, wenn man einfach per se Vogue überall reingeht. Aber jetzt in dem Fall, wieso nicht? Who the fuck cares? Es ist ein Fabelwesen. Also, oder? Also wenn mit dem ein Problem hast, dann schließ die neue Menü und jagt ein Fabelwesen mit einer Handlung, die tendenziell in der Karibik spielt. Voilà. Die sind dort alle dunkelhäutig. Voilà, das kommt noch dazu. Und viel grösser ist, niemand redet darüber, dass die Ursula gespielt wird von Melissa McCarthy. Das ist für mich eigentlich der grössere Skandal. Ja, aber sie passt in die Rolle. Ja, sie passt vielleicht ins Kostüm, ja. Aber sie kann einfach, ich hasse die Frau so. Die kann so nicht, die geht mir so auf den Sack. Sie wird tatsächlich immer schlimmer. Sie ist mir sogar, weißt du, ich bin ja grosser Gilmore Girls Fan, aber sogar dort habe ich Zuki, die Figur, die ist mir so auf den Keks gegangen. Die ist mir auch brutal auf den Keks gegangen. Oder? Es hat einige, es hat einige Filme mit ihr, die ich tatsächlich mag, wo sie mir nicht auf den Keks geht. Aber in Gilmore Girls ist sie mir immer auf den Keks gegangen. Brutal! Also wirklich, also, und gerade Gilmore Girls, die so tolle Frauenrollen geschrieben hat, muss man wirklich sagen. Und dann kommt diese Figur. Aber dort war ihr Mann cool, weil der einfach das alles nicht interessiert. Der ist der Dude vom Dienst. Ja, klar. Ich dreh durch, ich bekomme die Küche und nicht fertig. Ist doch egal. Ja. Ja. Kommst halt nicht mehr. Die kleine Mehrfach. Oder einfach, dass man sich einfach per se aufregt, wieso müssen wir hier eine Realverfilmung machen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich probiere da irgendwie zu schauen und hoffentlich euch doch ein berichten nächste Woche darüber. Das Gute ist, die können nicht tanzen, sondern singen. Ist es Sinnerfisch? Aber du hast den Film schon mal gesehen, die gehen ein Großteil vom Film ist sie an Land. Aha, das zerstört nicht meine Illusion. Egal. Ja, auf jeden Fall, das sind Filme, die neu starten und damit sind wir durch. Jo. Oder? Hill? Ja, du. Zambano, willst du noch etwas anmerken? Oder nee.
Ende Gelände. Okay. Also in dem Fall. Tschüss zusammen. Adieu. Und immer schön liken. Ja, und kommentieren. Ja, Spike, wie macht schon wieder der Rob De Niro? Du Phrasenschwein. Nein, komm, mach jetzt mal.